Das ist so, ich verstehe nicht, warum. Manchmal deaktiviert sich einfach die Mikrofonauswahl im OBS. Aber den Ingame-Ton habt ihr schon jetzt gehabt, ne? Das hat schon passt, oder? Also, ich wiederhole mich ganz gerne nochmal. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir streamen Stardew Valley. Aber das wisst ihr ja schon. Gestern gab es keinen Stream. Heute gibt es dafür einen. Haben wir getauscht. Wir haben so von Donnerstag auf Freitag geschoben. Aber ihr habt gestern bestimmt alle Germany's Next Topmodel geschaut und euch darüber echauffiert, dass Heidi unsympathisch Klum das gehörlose Mädchen herausgeschmissen hat, obwohl es wahrscheinlich die hübscheste der Anwesenden ist. Aber die einfach keinen Bock auf die Scheiße hat und deswegen hat sie gesagt, nein, dich will ich hier nicht mehr sehen. Und so, und deswegen behaupte ich das jetzt einfach. Ganz herzliche Grüße gehen natürlich auch raus an die Chats. Da sehe ich jetzt zum einen schon mal die Judith. Sleeping Pony sehe ich da auch. Die Sandy hat sich da dazu begeben und wünscht einen guten Abend. Und die Dani ist auch mit am Stissel. Und da sehe ich die Melissa, Sanix sehe ich da. Annika sehe ich da. Laura ist da mit am Start. Auch da die Dani. Und ja, jetzt hört ihr mich auch alle. Und sind wir auch da am Start. Und können losgehen. Wir sind heute auch ein bisschen früher dran. Ich dachte mir, ja, so Stardew Valley, das interessiert ja vielleicht auch den einen oder anderen jüngeren Zuschauer, der dann vielleicht später sagt, nein, ich muss jetzt ins Bett gehen. Ich habe jetzt keine Zeit. Auf die Insta-Stories wurde hier natürlich wieder reagiert. Das freut mich sehr. Hier Annika und Janine und Nine kriegen hier auf jeden Fall erstmal wieder doppelte Bonuspunkte für Ihre Reaktion auf Instagram. Da lohnt sich das Posten noch. Also danke euch, ne? Das finde ich gut, dass das auch zur Kenntnis genommen wird. Ja, also das muss ich schon sagen. Und die Dani holt sich auch noch mal hier eben ihre Sternchen ab. Das ist sehr schön. Also da bin ich sehr zufrieden mit euch. Ne? Das macht er gut. Ich überlege jetzt nur gerade, ob ich mit der Ka mit der Cam, ob ich mit der Cam da wieder raufgehen soll oder nicht. Ja, wir nehmen sie mal wieder ein bisschen rauf, oder? Hier hatten wir wegen Valheim, hatten wir so das so angepasst. Ja, ich denke, das passt schon so. So, also. Du gehst morgen zum Schlitten fahren? Ja, voll geil. Das ist doch nett. Hallo Melanie, grüß dich. Na? Schlitten fahren ist fett. Ich wollte dieses Jahr auch noch mal irgendwie mich eigentlich sportlich im Wintersport betätigen. Ich wollte noch ein bisschen, ich wollte ja schon seit längerer Zeit, wollte ich mir mal von meinem großen Brudi Snowboard fahren beibringen lassen oder von meinem kleinen, die können das beide, nur ich kann es nicht. Aber da ich ja auch ein leidenschaftlicher Skateboarder bin, kann das nicht so schwer sein und ich will das schon immer mal lernen ordentlich. Ich habe das schon mal gemacht, aber das war halt einfach so nichts Gescheites, ne? Und deswegen wollte ich eigentlich mal irgendwann snowboarden. Und ich wollte dieses Jahr eigentlich mal, nachdem, habt ihr das vielleicht schon mitbekommen, ich jetzt auch in das Biathlon-Ding eingestiegen bin, wollte ich dieses Jahr auch mal langlaufen. Mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Jetzt ist nur so, jetzt hat es jetzt so viel schön Schnee. Und jetzt muss ich nächste Woche, leider bin ich nicht da. Das ist natürlich blöd. Dann wird das wahrscheinlich. Also mal gucken, wie lange sich der Winter noch zieht. Weil das war jetzt immer so, dann war mal wieder Schnee, dann war mal wieder keiner und so. Ist ja ein bisschen unangenehm, ne? Ja. Schlittenfahren. Ja, Schlittenfahren war ja auch schon lange nicht mehr. Macht auch immer sehr viel Spaß. Wann wart ihr denn so das letzte Mal Schlittenfahren? Wart ihr irgendwann mal Schlittenfahren in letzter Zeit? Oder ist das eher nicht so? Hallo Melanie. Also schau mal, komm, Melanie Marx und Melanie Mary. Die Melis attackieren hier. Das ist auch gut. Das ist schon fein, ist das von euch. Wir steigen wieder aufs Gamepad um. Das ist für mich ein bisschen entspannter. Genau, Sport. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was ich überhaupt machen kann und darf. Ich war beim Arzt und der hat mein Knieproblem endlich mal diagnostiziert. Und ich habe mir ziemlich eklig eigentlich vor einem halben Jahr, ein halbes Jahr ist das schon her, glaube ich, habe ich mir irgendwie das Knie verletzt beim Fahrradfahren und das ist nicht richtig weggegangen. Und jetzt war ich beim Arzt und der hat gesagt, joa, hat er gesagt, das dauert schon. Und ich habe mir irgendwie den Knochen, also den Knorpel am Gelenk innen, habe ich mir anscheinend kaputt gemacht. Und das dauert sehr lange, bis das verheilt ist. Das ist sehr ärgerlich. Aber so ist das nun mal im Leben. Auf dem Asphalt lässt sich schlecht Schlitten fahren. Ja, hast du keinen Schnee bei dir, Sandy? Was ist da los? Ja.
Ich war seit Jahren nicht mehr Schlitten fahren. Ah, müsste man mal machen. Die große Peggy-Schlittenfahrsause müsste man mal machen. So mit Live-Schlittenfahr-Stream oder so. YouTube empfiehlt mir neuerdings Videos von Biathlon-Fails. Es gibt Biathlon-Fails. Ah, da müssen wir mal Reaction-Video auf Twitch dazu machen. Das wäre doch geil. Unschöne Sachen. Ja, nicht so schön, aber mein Gott. Ich wohne in einem Schnee-Bermuda-Dreieck. Boah, das verschwindet einfach im Nichts da bei dir, ne? Krass, ey. Findest du ab und zu, auch wenn du spazieren gehst, irgendwelche Flugzeuge oder irgendwelche Boote oder Schiffe, die da irgendwie gestrandet sind? Ja, das ist schon aufregend, ne? Wenn man so im Bermuda-Dreieck irgendwie wohnt. Das ist schon freaky. So. Währenddessen, warte, ich gucke mal eben gerade, was wir hier noch aha, da müssen tiefer in die Mine rein. Ich muss einen Hühnerstall bauen und ich muss 10 Schleime töten. Das ist kein Problem. Außerdem sind wir jetzt, glaube ich, im Frühling? Sind wir im Frühling, Sommer, irgendwas? Wir müssen auf jeden Fall ganz viel farmen. Wir müssen auch ganz viel angeln. Und wir müssen hier. Ah, nee, die habe ich mir schon rausgeholt, oder? Hier Bronzebarren. Genau. Die lassen wir aber erstmal hier. Und wir haben uns gesagt, wir kaufen uns einen Rucksack für 2000, ne? Das heißt, wir brauchen Geld. Ganz, ganz viel Geld. Ja, was wollten wir denn? Ich glaube, wir wollten wieder in die Höhle, oder? Ich bin jetzt nicht mehr so 100% sicher. Mich triggert das gerade, dass mein Feld da so schief ist. Das werden wir nochmal eben ändern. Und dann, glaube ich, werden wir. Ach, das ist die Sense. Hier habe ich keine Hoe mehr. Ah, da ist sie. Mein Hoe. Den Müll, den brauchen wir eigentlich jetzt gerade nicht. So. Ah, Mann, ich mache das ja schon wie ein Großer hier. Ich gieße mal eben den ganzen Kladderadatsch und dann können wir weiterreden. Und jetzt muss ich immer gucken, dass ich mein Knie nicht überwinkel. Also ich muss immer so in einem nicht spitzen Winkel. Ist das, sagt man da stumpfer Winkel? Schon, oder? Oder? Sagt man, oder? Ich glaube schon, oder? Wenn der so über 90 Grad ist. Oder wie nennt man den denn? Aber lass mich mal. Hä? Das heißt der stumpfer Winkel? Ja, stumpf. Das klingt so falsch. Stumpfer Winkel. Der Winkel ist total stumpf. Stumpfsinnig. Naja, gut. Aber dann war ich schon richtig. Also stumpfer Winkel. Alles über 90 Grad, ne? Und jetzt muss ich immer mein Bein so über 90 Grad abwinkeln. Was aber schwierig ist, weil ich oft. Macht ihr das auch so? Habt ihr so einen Sitztick, dass ihr sagt, ihr sitzt immer so in einer bestimmten Haltung? Kommt jetzt hier überhaupt irgendwann Musik? Ich meine, weißt du so, mach mal Ingame-Musik an und dann gibt es hier keine Musik. Ach, muss ich das im Hauptmenü machen? Ach so, vielleicht geht das nur im Hauptmenü, hä? Aber er speichert jetzt ja nicht, wenn ich jetzt rausgehe, oder? Doch. Nicht, ne, er speichert nur nachts, oder? Warte mal, wir gehen mal ins Hauptmenü. Ich habe jetzt noch nicht viel gerissen, ne? Let's face it, ich habe noch nichts gemacht. Ja, so. Options. Geht das hier nicht? Ist da nichts? Sound. Ah, Sound, ja, siehst. Ah. Ganz herrlich. Gut, ja, das ist doch schön. Ja, und jetzt muss ich immer aufpassen, dass ich mein Knie nicht abwinkel. Aber ich habe das so. Weiß ich nicht, ich bin es so gewohnt, dass ich das irgendwann, wenn ich eine Zeit lang so im stumpfen Winkel gesessen bin, dass ich es irgendwann so zurückziehe und dann so mit der Spitze auf dem Boden, so mit dem Ballen so anwinkel. Und das darf ich nicht machen, weil das strapaziert genau diesen Punkt, der bei mir im Knie kaputt ist. Und deswegen muss ich das ganz entspannen, ne? Du sitzt gerne die Beine, ziehst gerne die Beine an, wenn du sitzt. Genau, das geht mir nämlich auch so. Ich mache das dann mal so und mal so. Aber ich merke es richtig, wenn ich jetzt lange mit angezogenen Beinen sitze und mir ist es nicht aufgefallen und ich strecke das dann aus, dann merke ich richtig, wie mein Knie dann diesen Punkt passiert, der offenbar bei mir ein Problem hat. Und es tut dann richtig weh. Also das ist echt blöd. Also ich muss da tatsächlich darauf achten, dass ich das dann nicht mache. Das ist ungewohnt. Und ich weiß nicht, ich bin das. Das ist tatsächlich wirklich, glaube ich, wirklich das allererste Mal, dass ich irgendwie ein richtiges, ernsthaftes Problem mit einem Gelenk oder so habe, weil ich mir da das beim Sport verletzt habe. Ich habe nie so eine, wirklich so eine. Ich habe mir schon öfter mal so gezerrt und verstaucht und so, aber da war es dann nie so, dass man gesagt hat, ja, da ist jetzt tatsächlich was kaputt.
Und du musst jetzt so das beachten, dass du diese Haltung einhältst und dass du gewisse Sachen nicht machst und sowas. Sonst wird es nicht besser. Das ist total neu für mich. Also ich habe wirklich mein ganzes Leben bislang ohne größere solche, sag ich mal, längerfristigen Verletzungen ausgehalten. Da war ich eigentlich ganz froh drum. Deswegen ist es für mich jetzt schon ein bisschen komisch, ja, dass ich mich da jetzt an so Bewegungsregeln halten soll und so. Naja, aber ich will ja auch, dass es besser wird und deswegen ist das halt so. Also, gut. Naja, was heißt einmal Packy? Es gibt echt Schlimmeres, muss ich sagen. Ich kann mich ja normal bewegen. Also nicht so, als hätte ich da die ganze Zeit Schmerzen. Es ist tatsächlich nur, so ein ganz diffiziler Punkt ist es, wo anscheinend dieser Knorpel kaputt ist. Und immer wenn ich in der zufälligen Bewegung den belaste, dann tut es wirklich schlimm weh. Aber das ist, also diesen Punkt zu treffen, ist halt so Zufall, ja. Zum Beispiel habe ich das, wenn ich aus dem Auto aussteige, weil dann steigst du ja meistens mit dem linken Fuß zuerst aus und dann musst du das so belasten, damit du hochkommst. Dann tut es zum Beispiel weh. Oder wenn ich in einem gewissen Winkel Treppen steigen gehe oder sowas, dann merke ich das schon heftig. Genau, oder wenn ich irgendwo hart auftreten muss oder sowas. Zum Beispiel, wenn ich meine Schuhe vom Schnee abtrete, dann tritt man die doch so auf den Boden, damit das abfällt. Das darf ich auch nicht machen. Das ist schmerzhaft. Gut. Du haust ja ab und zu mal, du haust dich in den Lurk. Ah, okay. Sandy geht in den Lurk. Du, Sandy, dann hörst du das noch? Nee, ne? Wenn du jetzt einen Film schaust, nicht, du dann. Wünsche ich dir trotzdem einen schönen Abend, ne? Liebe Grüße an den Freund und hab einen schönen Abend. So. Du sitzt gerne im Schneidersitz. Ich darf das eigentlich nicht wegen meinem Knöchel. Ah, siehst du, das ist genau das Ding. So, das darfst du eigentlich auch nicht, damit das besser wird. Das ist das Alter. Weiß ich gar nicht. Ah, gut, kann auch sein, dass ich vielleicht. Es ist halt interessant, ob ich diese Verletzung auch bekommen hätte, wenn ich jünger gewesen wäre, ne? Ich weiß ja durch, was hier passiert ist, ne? Also es war schon eine Aktion, die diese Verletzung hervorgerufen hat. Das kann jetzt natürlich auch passiert sein als. Ja, weiß ich gar nicht. Kann schon sein, dass es auch mit dem Alter liegt, ne? Dann werden die ganzen Scheiben und die ganzen Knorpel und so, das wird alles so gebrechlich und so. Und, was müssen wir noch machen? Was machen wir denn, Leute? Gehen wir in die Höhle oder was? Hallo, Lina. Das wird nicht besser, damit muss ich leben. Ja, man muss sich teilweise halt einfach auch mit seinen Gebrechen organisieren. Und ich sage immer noch, hey, es ist ja alles gut. Ne? Es gibt Leute, denen geht es viel schlechter, die haben nicht mal mehr ein Knie. Also von dem her sage ich mal gar nichts. Ne? Höhle wird nichts, schau mal deine Energie an. Oh shit, was habe ich denn jetzt die ganze Zeit gemacht? Hat mich das Gießen jetzt so viel Energie gekostet? Da muss ich irgendwas essen. Aber ich brauche Geld. Ich brauche richtig hart Geld. Okay, wollen wir angeln? Das muss ich eh üben. Ach, das muss ich eh. Wie geht's? Geht es? Es geht mir gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, das basiert auf Gegenseitigkeit. Oh, ich habe auch vergessen, heute Encodia rauszuballern. Ich muss jetzt sowieso gucken, wie wir das nächste Woche machen. Also ich hoffe, dass ich jetzt noch vielleicht heute, morgen und Sonntag. Sonntag wird ein bisschen knapp, dass ich für nächste Woche Content produziere. Ich habe schon ein bisschen was aufgenommen noch, aber ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob ich das schaffe, dass ich wirklich nächste Woche jeden Tag für euch ein Video parat habe. Da müssen wir einfach mal schauen. Aber ich denke, das ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht sein sollte. Aber gucken wir dann mal. Ich denke, mit dem Tiger-Team werden wir bis dann hoffentlich durch sein. Vielleicht kann ich dann schon ein bisschen wieder mit TKKG 6, glaube ich, ohne Joja-Cola. Geil, da habe ich richtig Bock drauf. Oder ist es schon 7? Nächstes TKG 6 kommt als nächstes, ne? Ah, genau. Und vielleicht, dass wir das im Anschluss machen. Und ich werde noch ein paar Apps für euch spielen für nächste Woche. Da kommt auf jeden Fall noch interessantes Zeug. Hi Janine, grüß dich.
Okay, Treibholz. Wie soll denn in einem kleinen See, bitte in so einem Tümpelteich, Treibholz reinkommen? Das ist aber eigenartig. Ja, was, warum ist das so? Wie kommt das da rein? Ne? Ist das vielleicht aus dem. Boah, Mann, mich nervt dieser Monitor so mit seinem Abschaltscheiß, ey. Vielleicht ist das so, dass die vom Tiger-Team ein bisschen Treibholz hier in diesen See reingefrachtet haben. Oh, das könnte schon sein. Das könnte schon sein. Was, ging da was? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte den Sound geändert. Genau. Dann, also sonntags gibt es auf jeden Fall keinen Stream. Da bin ich dann schon in Hamburg. Und ich glaube morgen, ich glaube auch nicht. Vielleicht abends, aber ich glaube eher nicht. Aber kann sein, dass wir uns dann spät abends oder sowas nochmal auf eine Runde Valheim treffen oder so. Zerbrochene Brille. Ja, was man aus dem See nicht alles rausfischen kann, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Kennt ihr diese YouTube-Videos von Leuten, die so aus Seen und Flüssen irgendwelche Sachen raustauchen? Also in Deutschland ist es ja relativ langweilig, aber da gibt es so Amerikaner und die tauchen immer unter so Brücken und sowas und dann ziehen die immer irgendwelche Knarren raus und so, weil bei den Amis, die sind ja alle so total krank drauf, was ihre Waffen angeht. Und da kann man schon mal die ganze Zeit irgendwelche Knarren aus dem Wasser rausziehen, die dann da weggeworfen wurden. Das wäre natürlich bei uns undenkbar. Wobei das bei uns auch ab und zu mal vorkommt, ne, dass sie irgendwie aus dem Krieg so alte Sachen da reingeworfen haben. Ein Schwarzbarsch, doscher her. Wo sind die durchfangen? Um 23 Uhr auf Nacht gibt es noch einen Schwarzbarsch bei mir. Nice. So. Onni Olli. Olli verbietet mir das Schlafen. Was passiert denn dann? Was passiert denn um 2 Uhr? Ich habe gesehen, da gibt es eine Mod, dass man nicht schlafen muss. Aber wenn ich nicht schlafe, dann wäre ich doch irgendwie, dann falle ich um 2 Uhr in Ohnmacht oder so, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich gespannt. Ich brich zusammen und verliere das Zeug. Oh nein, ich verliere Zeug. Kriege ich das irgendwie wieder? Muss ich das vor eine Truhe sichern oder so? Verliere ich das dann trotzdem? Werde ich dann ausgeraubt oder was? Oder wie? Hallo Wuppi, grüß dich. Na? Dir ist langweilig. Ja, also, ich dachte, mein Stream wäre schon ein bisschen unterhaltsam. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Leute zu mir sagen, dass sie schauen den Stream und denen ist langweilig. Das finde ich irgendwie, finde ich schon ein bisschen frech, ehrlich gesagt. So, kann ich ihn trinken? Was? Wie war's? Nee, Moment. Wie? Co ja, Cola trinken. Ja, gönn dir. Es bringt ja gar nichts. Da kann ich sie auch verkaufen, ey. Das bringt ja überhaupt nichts. Okay, ich habe ja eh kein Zeug. Was soll ich denn da verlieren? Ach Mann, Olli, ey, du tust mir schon was hier. Kein Fluchen. Oh, okay. Gut, also ich werde jetzt gleich Zeug verlieren, weil du mir verboten hast zu schlafen. Und dann darf ich noch nicht mal fluchen. Oh, das finde ich ja richtig gut. Ja. Du hast in Animal Crossing einen Riesenfisch gefangen. Ich habe gerade einen viel größeren Fisch gefangen. Mein Fisch ist nämlich viel größer, als wie deiner sein tut. Ja? Aha. Ich will jetzt Zeug aus dem Inventar. Also, wenn es leer ist, passt das vielleicht. Was heißt denn vielleicht? Das finde ich schon ein bisschen. Das finde ich schon ein bisschen ungenau, wenn ich vielleicht mein Zeug verliere. Gut, wir lassen uns drauf ankommen. Auf Oliviers Verantwortung, okay? So. Hallo, du bist Anfänger? Ich dachte, du wärst Melissa. Lol. So. Also. Wir warten jetzt auf unseren sicheren Wir fallen in Ohnmacht Moment, den uns der Herr Olivier eingebrockt hat. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Warte mal, ich muss mal das hier wegtun. So, da passiert's. Es ist einfach passiert. Wir haben 75 Gold gemacht. Das ist massig viel. Das ist wirklich, oh, heute ist Freitag, der 13. Puh, ja, schon kritisch. Ja, guten Morgen. Ich habe gar keinen Hahn. Wie kann der. Oh, ist das schön. Aber ich habe Post. Pierre,
Jemand hat dich letzte Nacht in die Klinik vorbeigebracht. Du bist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Du musst besser auf dich aufpassen und zur Vernunftigkeit schlafen gehen. Ich habe dir 171 Gold für ärztliche Untersuchungen in die Rechnung gestellt. Was? 171 Gold? Oliver? Ich hab's doch nicht. Ich habe doch nichts. Ja? Wie soll ich mir das langfristig... Oh, meine Pastinaken sind reif. Geil. Oh, komm her. Mh, lecker Pastinake. Nam, 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 nam. Boah. Boah, Olli. Hallo, Laura. Grüß dich. So. Sicher in Ohnmacht fallen. Schlimm. So. Das macht nichts. Ich bin auch Anfänger in Stardew Valley. So, was ist das hier? Tomaten? Ist da noch was drauf? Nee, ne? Wir haben jetzt nur Pastinaken hier. Was das wird, weiß ich noch gar nicht. Kartoffeln? Sieht nach Kartoffel aus, ne? Dann brauchen wir da ein paar Pastinaken. Achso, ist jetzt eigentlich... Weiß man das, ob der Preis jetzt gleich ist, wenn ich es in die Kiste schmeiße, als wenn ich es im Laden verhökere? Weiß man das? Ich brauche noch dann auf jeden Fall mehr Pastinaken. Creme. Wieso würde ich Creme sagen? Wie heißt denn das Zeug, was man anpflanzen kann? Pastinaken. Samen. Jetzt sind wir beieinander. Da gibt es auch noch Pastinaken. Er ist auch null erholt. Ich dachte, wir hatten die Nacht... Ah nee, wir haben nicht geschlafen. Wir waren im Krankenhaus. Vielen Dank nochmal dafür. Okay, dann gönnen wir uns jetzt Pastinake. Ja, pfeifst dir rein, Bruder. Ja, komm, pfeifst dir rein, Bruder. Pfeifst dir rein, Bruder. Komm, die letzte pfeifst dir auch noch rein, Bruder. Ja, pfeifst dich die Pastinaken rein. Eieieiei. Gut, okay. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt in die... Ah, nee, warte. Ich kann ja oben lang gehen, ne? Wir gehen jetzt in den Tunnel. Und dann, bis morgen haben wir die Pastinaken verkauft. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Geld. Wo geht's denn da rein eigentlich? Waren wir da schon drin? Nee, ne? Oder doch? Ja, da ist einfach gar nichts. Warum ist denn hier nichts? Mann. Ich dachte, wäre was. Aber nein. Gut, wir gehen in die Höhle. Wir gehen in die Höhle. Und schauen wir mal, was wir da rausbekommen aus dem wunderbaren Höhlchen, ja. Da waren wir als Kind auch immer, oder? Da hat man sich doch überhaupt keine Angst gehabt. Ist euch das auch irgendwie so vorgekommen, dass man heutzutage mehr Angst vor Sachen hat als Kind? Also wir haben zum Beispiel immer als Kind alles erkundet. Ich weiß noch, wir sind mal bei uns am Ort, ist es so, es wird in den Dörfern, also bei den Höfen haben sie das früher ganz oft gemacht. Das ist dann so ähnlich wie hier, ne? Du hast so einen Hang, ja. Und dann ist unterhalb des Hangs, ist halt dann so ein Eingang. Ne? Das ist dann hier, wo ich jetzt so mal stehe, ist jetzt so eine Tür. Oder halt so ein Eingang. Und da geht es dann rein und in so Räume und so. Das haben die dann früher als Kartoffelkeller zum Beispiel gehabt, wenn du beim Hof hattest, weil die müssen ja immer kühl und dunkel gelagert werden. Und die hatten auf dem Hof keine Möglichkeit oder so. Dann haben die dann immer an so einem Hang, haben sie halt einfach da so einen Stollen reingeschlagen, sag ich mal. Und da war halt dann der Kartoffelkeller drin, ja. Und wir haben dann als Kind immer, haben wir so Kartoffelkeller, erkundet, ja. Und da haben wir uns nichts geschissen, ob das jetzt da dunkel war oder ob das gruselig war oder so. Wir sind halt da rein, es war halt ein Abenteuer. Dann nimmst du halt, dann bewaffnest dich halt dann irgendwie mit so, komm, wir nehmen so einen Holzstock, weißt du, einen Holzstock, ja. Und dann gehst da rein und sowas und denkst du so, boah, wir sind hier die mutigsten Abenteurer. Heute würde ich so reingehen, heute würde ich so die Tür aufmachen und dann wärst du irgendwie dunkel und wird komisch riechen. Ich würde sagen, boah, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich bestimmt nicht rein, ja. Als Kind, ey. Ich habe das Gefühl, als Kind war man mutiger. Da hat man sich mehr Sachen getraut als heute. Heute muss man, überdenkt man alles einmal zu oft, ne? Du hast Angst im Dunkeln, ohne Geräusche einzuschlafen? Ja, aber das ist doch normal. Ich glaube, jeder hat
der dunklen Angst, so ein bisschen, oder? Weil das Dunkle ist ja immer gefährlich. Also, ich kann den Boden umgraben. Wie grabe ich denn den Boden um? Und einfach kein Gefühl für Gefahr als Kind. Hm? Ja? Genau. Du hast einfach kein Gefühl dafür, was jetzt gefährlich sein könnte. Aber meistens ist es dann doch mehr dann, also dann ist es ja auch gar nicht. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ist es dann eigentlich gefährlich? Weil man sagt ja dann immer so ein bisschen, ja, aber wenn, ja, was da, das hätte passieren können. Ja, ja, gut. Aber meistens passiert ja nichts, ja. Also uns ist ja, wir haben schon viel Mist gemacht bei uns auf dem Land als Kinder und uns eigentlich ist nie was passiert, ja. Also das hat sich nie irgendjemand was getan oder es war irgendwie das Problem. Wir haben zum Beispiel mal in so einem Kartoffelkeller haben wir mal eine Schlange gefunden zum Beispiel und so. Und die lässt halt dann in Ruhe, mein Gott. Es ist halt bei uns dann so eine Kreuzotter oder sowas. Ja, die laufen bei uns schon rum, ja. Ja, du musst sie ja nicht ärgern, ja. Also da hast du dann schon, denkst du so, oh, scheiße, aber es ist halt voll aufregend oder so, ja. Aber es ist ja nicht schlimm, ja. Das ist ja dann eher ein, du lernst deine Natur kennen oder sowas, ne. So. Gut. Also wir haben als Kinder, wenn, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, wenn man nicht einschlafen konnte, hatten wir einfach so ein Nachtlicht. Und ich glaube, das Nachtlicht war immer in der Steckdose gesteckt, oder? Kann das sein? Oh, jetzt musste ich überlegen, was wir für ein Nachtlicht hatten. Ich glaube, das war schon. Das war also nur so, das war so passiv hell. Also halt nicht. Es war nur so ein ganz bisschen gedimmtes Licht. Und ich glaube, das hat man so in die Steckdose reingesteckt und das war nur so eine kleine Leuchte. Und da, glaube ich, war ein Mond drauf oder so. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher, was für ein Nachtlicht ich hatte, aber ich glaube, so sah das aus. Und da hatte dann jeder sein eigenes. Also ich meine, ich habe noch zwei Brüder, ne? Und wir sind jeweils 2 Jahre auseinander. Ich bin der Mittlere. Und da hatte jeder ein anderes, glaube ich. Aber bei uns war es meistens so, dass sich zwei immer einen Raum teilen mussten, also ein Zimmer miteinander. Das war einfach so, da hat nicht jeder sein eigenes Zimmer gehabt und ich finde das auch als Kind ist das vollkommen in Ordnung. Nur dann, wenn es dann halt als Teenager irgendwann, dann wird es halt Quatsch. Also wenn die Kinder halt so groß werden, dann musst du halt dann irgendwann, braucht man dann schon sein eigenes Zimmer irgendwann, ne? Aber ich glaube, also mit 14, glaube ich, habe ich noch mit meinem Bruder zusammen gewohnt. Aber halt auch nur für ein Jahr, weil da hatten wir einfach ein Zimmer noch nicht ausgebaut und dann ging das nur so. Oder 13, glaube ich, war ich. Da war ich 13 und er war halt 15 oder sowas. Da habe ich dann noch mit meinem älteren Bruder zusammen gewohnt und davor habe ich mit meinem kleineren Bruder in einem Zimmer gewohnt. Aber finde ich auch okay. Ich meine, das schweißt zusammen und du hast immer so ein Spielkamerad und so. Sicherlich ist es dann irgendwann auch ein bisschen nervig, aber ich muss echt sagen, also das war vollkommen in Ordnung. Also jetzt, ne, im Nachhinein, ich weiß nicht, wenn man mich damals gefragt hätte, wie das ist, glaube ich, hätte ich schon gesagt, nee, ist voll doof und so. Aber ich glaube, so als Teenager oder als junger Erwachsener oder als so Prä-Teenager, oh, meine Energie ist ziemlich am Arsch. Da findet man, glaube ich, alles ein bisschen doof, oder? Ich weiß nicht. Denn das ist, glaube ich, nicht schwer, irgendwas doof zu finden. Ja, gehe ich jetzt hier lieber raus oder was mache ich? Meine Energie ist schon. Lädt die sich von alleine wieder auf? Weniger, oder? Warte mal, das nehme ich noch mit hier. Salz ist das, gell? Ach, Quarz, ja. Die beiden mache ich noch platt. Hä, so Blobs sind schon irgendwie. Boah, Alter. Oh, ey, hör mal auf jetzt hier. Ihr fiesen Flops. Blobs. Schleims, ihr. Halten aber auch viel aus. Okay, jetzt gehe ich raus. Das war's für mich. In dieser Mine. Komme ich da wieder irgendwie raus? Oh nein, ich muss alles zurücklaufen. Oh no, ich muss dringend ins Bett. Weil nicht, dass ich jetzt nämlich in Ohnmacht falle. Und dann verliere ich wieder $170. Und dann verliere ich nämlich auch Gegenstände, die ich jetzt gefunden habe. Das möchte ich eigentlich vermeiden.
Das heißt, wir gehen jetzt hier raus, machen hier Feierabend in der Höhle. Ist ja eh schon wieder 17.40 Uhr, da kann man schon mal wieder rausgehen. Ne? Als Kind heilen die Verletzungen auch schneller. Ist das so? Kann schon sein, ja. Macht schon irgendwie Sinn, ne? Ihr hattet eins mit einem Smiley drauf, das war auch nicht so hell. Mhm. Ich glaube, ich kann, also, wie gesagt, da habe ich jetzt nur schwere Erinnerungen dran. Ich glaube auch, dass wir eins mit einem Smiley hatten. Wir hatten, glaube ich, eins mit einem Smiley, eins mit einem Stern, eins mit dem Mond. Oh, guck mal, wer ist denn, was man die meint? Der Demetrius. Und macht Pause hier mit Robin. Läuft da was mit den beiden, oder sind die nur Freunde? Guck mal, Robins Rucksack bewegt sich. Die klaut da bestimmt Füchse oder sowas. Und dann schmuggelt sie die irgendwo hin. So kenne ich die doch. So. Coco, grüß dich. Hi. Hallo, Soso, grüß dich. Was machen wir so? Wir spielen tatsächlich gerade Stardew Valley. Ja. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. So. Hallo, Freya. Grüß dich. Guten Abend. Sie lädt nicht von allein. Ich sollte ins Bett. Ich glaube auch. Wir machen das, was Judith sagt und gehen ins Bett. Und der Oliver ist weg. Ach, der Oliver. Erst macht er hier so Sachen und dann geht er einfach. Das ist mal wieder typisch. So, ins Bett gehen, ja. Ab ins Bett. Schlafenszeit. So, trinken nicht vergessen, ne? 700 Gold für Pastinaken. Geil, ein Hoch auf die Pastinaken, ne? Auf Pastinakis Nacken. Olli zockt jetzt wieder. Was zockt er denn, der Olli? Hä? Kann der das überhaupt? Darf der das überhaupt? Der spielt doch bestimmt wieder so Gewaltspiele. Ne, so mit so Schießen, so und sowas. Ne, so. Ganz brutale Sachen. Das ist ja gemein. Das ist ja. Boah, ich bin nächste Woche in Hamburg. Da könnte ich mal mit Olli Rimworld Multiplayer testen. Das ist eh so, da weiß ich immer, das Nachmittag ist echt schwer. Also das muss ich schon sagen, ne? Jetzt auf Schulung sein ist das eine, da bin ich ja den Tag über beschäftigt, sag ich mal, aber wenn man dann so Feierabend macht irgendwann und dann ist man schon, ja, so den Nachmittag im Hotel rumhängen, weiß ich nicht. Das ist jetzt, wenn man das mal macht, geht es, aber ich bin jetzt dann schon oft auf Schulungen momentan und ja, ist schon ein bisschen nervig. Also finde ich schon, also das ist halt gut, man kann dann, ich gehe dann da noch ein bisschen rum und laufe dann noch, gehe da spazieren, hole mir was zum Beißen und sowas. Ich musste dann auch für meine Verpflegung sorgen und so. Laufe dann da ein bisschen rum, aber man kann sich halt nicht richtig was anschauen, weil er alles zu hat. Und ja, dann, mein Gott, alles zocken so. Ich kann auch nicht richtig online spielen, weil mein Laptop das nicht, beziehungsweise er wird schon packen, aber das Internet im Hotel ist halt super schlecht und da geht schon so ein bisschen was. Ah ja. Genau, ich weiß noch, das letzte Mal, glaube ich, konnte ich noch ein bisschen WoW spielen oder so. Da hatte ich noch einen Account am Laufen. Ja, wahrscheinlich wird's auf Medieval Dynasty hinauslaufen oder so. Müssen wir mal gucken. Oh, guck mal, Oma Evelyn schreibt mir einen Brief. Hallo, mein Liebling. Ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnern angefangen hast. Deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut. Woher weiß ich denn, was was ist? Da müsste ich ja erstmal gucken, was eine Frühlingspflanze ist und was... Ja, eine... Also Pastinake wächst immer, oder? Wahrscheinlich. Oh, ich habe über 2000. Wollen wir uns mal einen Rucksack kaufen gehen? Hm, was meint er? Ich glaube, das ist gut. Ich habe rausgefunden, dass man an Bäumen schütteln kann. Und da gibt es eine Mod, wo er dann automatisch an Büschen und Bäumen schüttelt, wenn ich da hingehe. Und dann muss ich nicht selber an den schütteln. Das finde ich voll gut. Die werde ich mir mal installieren. Denn wenn ich an irgendwas schüttel, dann kann da was rausfallen, ne? Voll praktisch. Guck mal, ich schüttel richtig krass an diesem Baum, ey. Ah. Aber es fällt nichts raus. Aber guck, wenn ich das... Ah, der ist zu dick zum Schütteln. Wenn ich das sehe, dass da so Pflanzen, also so Beeren dran sind, dann kann ich die da rausschütteln. Ist auch gut zu wissen. So. Nur um zu sagen, nicht fluchen.
Ja, ich glaube, das ist schon wieder abgelaufen. Dann, vor allem, wenn du den Stream gehst, dann zählt das ja nicht mehr. Also, wer draußen ist, hat keine Rechte mehr an Chatbestimmungen. Ne? Läuft nicht. Ne? So, also. Was ist denn Vigor? Auf For Honor ist ja ganz geil, ne? Ich muss gießen. Ah ja, das mache ich. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was unsere Pflanzen für Jahreszeiten haben. Es ist verschlossen. Ah ja. Frucht. Das ist eine Beere, die kann ich mir einfach so reinballern. Oh, guck mal, das ist eine Sternnarzisse. Das ist so eine richtig gute. Die kann ich irgendwem schenken. Ja, wem schenke ich dir denn? Wen wollen wir denn heiraten, Leute? Wir haben ja jetzt schon alle... Wer bist du denn? Ach, das ist der Gus. War das nicht der Wirt in dem Lokal-Dings da? Ich glaube, ja. Oh, der durfte rein, aber ich nicht. Wow. Guck mal, da wäre ich hier bei Piers, werde ich hart gemobbt. Heute hängt hier nichts aus, okay. Hä, war nicht irgendwie das Eierfest? Es war doch irgendwie das Eierfest. Haben wir das verpasst? Wenn keiner hinschaut, kannst du auch Mülltonnen durchholen. Ach, geil. Ja, das mache ich. Okay. 24 Plätze for sale. Haben wir gekauft. Nice. Ich habe eine Großtasche. Yeah. Okay, das ist gut. Dann können wir mehr Zeug sammeln. Jetzt geht's richtig los. Ne? Ah ja. Jetzt habe ich doppelt so viel Platz. Ah ja, gut. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Fahrer müssen draußen bleiben. Ja, voll frech, oder? Voll frech. Vigor ist ein Spiel, den man Outsider andere Spiele umbringt und lootet und sein Haus ausbaut. Ach, das ist ja wie Rust, sozusagen. Das war am Wochenende? Ja, also... Das heißt, wo wir gestern in der Höhle waren, hätten wir auch... Hä, warum sagt einem das denn keiner? Nee, am Samstag, guck mal. Da waren wir... Hä, da war Eierfest? Wow. Okay, toll. Ja gut, was ist denn hier unten? Das ist ja wieder Eierfest. Blumentanz. Oh Mann. Okay, wir haben das Eierfest verpasst. Das ist ja sehr ärgerlich. Das ist ja sehr ärgerlich. Kostet 25 Cent für die Playstation. Aber gut. Also so Rust für die Playstation. Okay. Haben wir noch ein bisschen Geld für Samen? Genau, da wollte ich jetzt noch gucken. Damit wir da vielleicht noch ein bisschen was hier reinzwurbeln können und anpflanzen. Kartoffelsaat. Jetzt gucken wir mal. So, also, Leute. Das müssen wir uns mal jetzt angucken. Pastinakensaat wächst in 4 Tagen heran. Aber woher weiß ich jetzt, ob das eine Frühlingsnahsaat? Ah, hier. Bohnen wächst im Frühling. Kann aber mehrmals geerntet werden. Wächst im Rankengerüst. Die haben wir schon angepflanzt, glaube ich. Das sind doch Bohnen, oder? Dann Blumenkohl. Pflanze sie im Frühling. Braucht 12 Tage, um einen großen Blumenkohl zu produzieren. Aber das heißt ja... Ah, wächst in 6 Tagen heran. Aber das heißt ja nicht, dass der... Geht der dann tatsächlich kaputt, wenn ich dann wechsle in den Sommer? Weil da steht ja, pflanze sie im Frühling. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die dann nur für den Frühling gelten, oder doch? Pflanze sie im Frühling. Pflanze auf dem Hof, Grasbündel. Um neues Gras wachsen zu lassen. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Zierlauch. Das Zeug geht zum Jahreswechsel kaputt. Tatsächlich, also immer wenn da steht, Pflanze ist im Frühling, dann geht es auch wirklich kaputt. Ernte es mit einer Sense. Tulpenzwiebel. Aber ich habe ja dann nur Frühlingspflanzen. Also hier kann ja... Das ist jetzt alles für den Frühling. Komm, wir kaufen mal alles.
So, Tulpe auch noch. Grünkohl können wir nicht mehr. Zierlauch. So, haben wir noch was? Pastinake. So, das werden wir jetzt mal alles anpflanzen. Noch haben wir ja ein paar Tage im Frühling Zeit. Oder? Habe ich das richtig interpretiert? Das ist ja alles nur Frühling hier. Da haben wir ja noch genug Zeit, ne? Das ist jetzt alles nur... Da wechselt er. Das sind ja 14 Tage. Das heißt, wir müssten ja spätestens hier nächste Woche alles ernten können davon. Also das sollte ja klappen. Deswegen, ich würde gesagt, wir pflanzen uns einfach mal alles an, gucken uns das mal an, was dabei rauskommt. Und dann schauen wir mal, ja? Zumindest geht es dann ganz, soweit du weißt, geht es ganz kaputt. Ich muss auch gießen. Ja, ich gieße schon. Ab und zu regnet es ja auch mal. Und wenn es regnet, dann muss ich ja nicht gießen. Ne? Das ist der Vorteil. Das ist der Vorteil vom Regen, dass man das gießen muss. Boah, ich habe echt ein Problem, jetzt mein Fuß nicht einzuordnen. Ich muss mich da echt anstrengen, dass ich das Knie nicht anwinkel. Das, wenn man was gewohnt ist, ne? Ist abgefahren. Ich fläts mich hier schon wieder so in meinen Stuhl, ey. Aber wenn ich das Bein ausstrecke, dann ist das automatisch so. Gut, Freunde. Da ist schon wieder was kaputt gegangen. Wieso geht denn das immer kaputt? Hier, was ist denn hier passiert? Was ist das denn hier? Und da oben auch, guck mal. Frech. Also, was haben wir denn hier? Wir machen das jetzt alles mal hier so experimentell. Ja, das kriegt jetzt alles so einen Platz. Da die Kartoffel. Da ist so der Kohl, den machen wir hier drüben hin. Und dann haben wir noch die Bohnen, aber das sind ja schon die, oder? Ich glaube, die Bohnen sind die. Das Einzige, was wir so an Stange haben. Und hier kommen nochmal Pastinaken rein. So, Pastinaken hier, Pastinaken da. Auf deinen Nacken. Und dann gießen wir das. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Steine, Kohle, Kupfererz. Ah, das können wir nochmal in den Ding reinschmeißen. Holz haben wir noch ganz viel. Schleim, ekelhaft. Kann ich, was mache ich damit? Verkaufen? Nee, ne? Oder die Käferfleisch? Ihr habt letztes Mal irgendwie gesagt, ich soll irgendwas behalten. Lehm. Ja, ich würde sagen, wir gießen jetzt erstmal. Wenn es schon nicht regnet. Nicht, dass wir auch voll die Dürre haben, ne? So wie im echten Leben. Letzten Sommer, das war ja heftigst, ne? Heftigst. Das könnte aber schon, also ich kann mir das im Multiplayer ganz gut vorstellen. Ich glaube, das ist schon ganz süß, dass man hier dann sagt, so komm jetzt, machen wir ein bisschen, du farmst mal eben das Holz und ich gieß mal die Sachen und danach gehen wir zusammen in die Minen und gehen ein bisschen erkunden und so. Ich glaube, das ist so, im Multiplayer ist das, glaube ich, schon nett. Ne? Käferfleisch kannst du Ködern wenden. Ah, zum Angeln, ne? Aha. Aber ich glaube, das geht nicht so einfach, oder? Das muss man mal gucken. Ob ich das erst umcraften muss. Vielleicht bräuchte ich erst ein Rezept oder so. So. Ich hätte vielleicht nicht hinter den... Ist da hinter was ange... Ja. Der Baum war aber dann noch nicht immer, oder? Das glaube ich nicht, dass ich da... das so genehmigt habe, dass der Baum sich da wachsen darf. Das ist ohne meine Erlaubnis passiert. Das ist, weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. Ich glaube, den müssen wir da gleich mal weghacken. Aber ich meine, was steht da auch, ja? Wenn der da einfach so rumsteht, hat er es nicht alles verdient. Okay. Aber wir könnten hier mal was anpflanzen. Genau, ich kann ja hier auch... So, warte mal, hier machen wir mal ein Bäumchen hin. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier für ein Platz? Was könnte denn da hinkommen? Ah ne, wir brauchen auch noch Platz für einen Hühnerstall, ne? So, hier könnte ein Baum hin. Hier könnte vielleicht der Hühnerstall hin, oder? Meinte er da oben. Ich sollte jeden Tag Fernsehen. Ah, tatsächlich. Wow. So. Melissa muss bald ins Bett. Ja, es ist schon spät. Ich glaube... Früher oder später, du hast ja vorhin gesagt, du bist noch sehr jung. Da musst du dann schon auch dann zeitig schlafen gehen. Das ist nun mal einfach so. Ne? Das ist so läuft das nun mal einfach im Leben manchmal. So, okay.
Was mache ich denn jetzt hier mit meiner Blume? Kann ich die einfach hier einpflanzen? Dann sieht die schön aus. Narzisse. Ach, ich kann die nicht mehr ablegen. Wie es einfach reinschmeißt. Na gut. Okay, dann nehmen wir das mit. Wir nehmen das mit. Wir nehmen jetzt mal das Fleisch mit. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir das so benutzen können. Aber gut. Da, der ist schon fertig. Okay, fein, fein. Dann packen wir das auch mal darüber. Heute ist Hoftag. Ja? Wir gehen mal im Fernsehen. Das ist eine gute Idee. Schauen wir, was da kommt. Wetterbericht. Willkommen beim Code zu 5. Deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig. Ah, okay, da muss ich gießen. Das ist gut zu wissen. Der Wahrsager. Willkommen zurück zu Wellix Korakel. Wenn du dein geheimes Wissen über die Zukunft suchst, bist du hier richtig. Die Geister sind heute Nacht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Okay. Was für Geister, was für Glück und Leben. Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Hier mit einem weiteren Tipp. Spitz die Ohren. Ah, das ist gut. Es ist Lachsbärenzeit. Im ganzen Land sind die Büsche voller saftiger kleiner Bären. Du kannst sie einfach pflücken. Oh, geil, das machen wir. Das sind die, die, wo ich schon habe. Ja, nette Sache. Dankeschön, ey. Das ist super. Das ist super. Dann gehen wir jetzt erstmal hier den Baum fällen. Warte mal. Den hauen wir jetzt hier weg. Plock, 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 boom. Wir hauen den Baum schnell um. Geiler Sound einfach. Ah, guck mal, da haben wir auch hier jetzt neue Ahorn-Saplings. Meine Axt ist nicht stark genug. Und nein. Wieso denn dieses? Oh, Bären. Bären, 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 Bären. Yeah. Okay, okay. So, warte mal. Aber ich denke, ich muss dann den Köder wahrscheinlich erst noch irgendwie craften, oder? Das wird jetzt nicht einfach so funktionieren. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach geht. Hm. Schwierig, schwierig. Na komm, beiß halt. Los! Warum kriege ich denn immer zerbrochene Brillen? Also, ich könnte morgen Äftel zum Schmied und die Geode aufbrechen lassen. Das ist das eierförmige Dings. Ja klar, ich weiß doch, was eine Geode ist. Und vielleicht die Werkzeuge verbessern. Ah, ja, die Gießkanne. Das wollte ich fragen, ob ich die Gießkanne so verbessern kann, dass ich mehrere gleichzeitig machen kann. Das wäre natürlich sehr geil. Rosie, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Genau, jetzt ist 18.50 Uhr. Die hat eh schon zu. Das heißt, wir werden jetzt hier noch ein bisschen angeln. Und dann suchen wir nochmal ein paar Bären da. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch was finden. Was wir mit diesen Bären machen. Ja, es beißt aber auch nichts hier. Was war das für ein Geräusch? Na komm schon, na komm schon. Komm schon. Ich angel nur Müll. Ey, nur Müll. Ich muss mal das hier alles aufräumen hier. Das stört mich alles hier. Dieses ganze Zeug hier, dieser ganze Unrat. Oh, das ist alles Müll. Das muss alles weg. Ich habe keine Sense dabei. Oh, und das hier ist ja gar nichts mehr. Keine Büschis, kein gar nichts. Müssen wir mal alles aufräumen. Alles wegsensen, hier den ganzen Kladderadatsch. Tschack, tschack. Wusch. Ich komme hier gar nicht durch. Ich glaube, ich gehe lieber heim. Das ist gruselig, wenn es hier so nachts ist. Also wenn die Grillen anfangen zu zirpen, dann heißt es für uns, es ist Zeit, ins Bettchen zu gehen. Ja. Ah, da oben ist noch so ein Busch. Komm, den shaken wir noch. Ah, da ist noch einer. Los, komm, shake den Busch. Shake ihn. Ah, ich würde sagen, die Bären verkaufen wir eiskalt. Wir brauchen sie ja nicht, oder? Ich meine, wir müssen ja nicht wirklich essen. Es gibt ja kein Hungergefühl oder so hier. Deswegen ist es eigentlich ganz gut. Das ist kein Problem. Also, wir schmeißen die Frucht da weg. Und vielleicht auch den Müll. Und vielleicht auch das. Und den Harz.
Ja. Genau. Und dann gehen wir schlafen, hätte ich gesagt. Denn der Tag war ja lang, ne? Und es, morgen gibt es ja einen neuen. Das ist das Gute, dass nach dem Tag auch immer vor dem Tag ist. Ja, ein bisschen Geld habe ich gemacht. Guck mal, hier alleine für die... Ach, der Müll bringt gar nichts. Ja. Was mache ich denn sonst damit? Kann ich den für irgendwas benutzen oder so? Wenn der halt so gar nichts bringt. Das ist dann schon komisch. Oder? Laut Internet brauche ich die Fiberglas bzw. eine Iridium-Angel, um Köder benutzen zu können. Ah, okay. Ja, das heißt also, das ist noch nicht interessant. Was ist denn das da unten für ein Fragezeichen da? Ah ja, guck mal, jetzt kann ich zum Beispiel die Bauern-News kann ich mir gar nicht anzeigen lassen, weil das noch nicht geht. Pierre schickt mir was. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem eigenen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Pierres Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal bei mir vorbei? Vielleicht kannst du ein Dutzend leisten. Ja, aber ich habe kein Geld einfach, Pierre. Das ist wirklich sehr, sehr toll von dir. Aber ich habe einfach kein Money. Und wir müssen ja jetzt wieder gießen. Aber wie Judith schon gesagt hat, vielleicht sollten wir vorher, bevor ich jetzt hier alles gieße, noch zum Schmied. Und der macht mir eine bessere Gießkanne. Ja, die Überlegung war natürlich jetzt, will ich eine bessere Gießkanne oder will ich lieber ein besseres Schwert? Weil das Schwert macht schon nicht so viel Schaden. Das finde ich schon ein bisschen anstrengend. Ja. Ich kann auch Komponenten, die man aus Bäumen bekommt, also Pharma-Riegel herstellen, die wiederum Energie herstellen. Was? Ich kann Pharma-Riegel herstellen aus Komponenten, die man aus Bäumen bekommt. Mit dem Müll kann ich ein Recyclinggerät, Dings, Zeug herstellen. Ja, voll geil, was man alles machen kann hier. Das ist ja voll belohnend so langfristig. Okay, das ist ja schon fast wie RimWorld hier, ey. So. Aber halt auch nur fast, ne? Hi, Simi, grüß dich. Na? Warte, so Wasser. Jetzt gucken wir mal. Ja, gut. Das war halt jetzt, da war nichts drunter. Ich dachte, dass das vielleicht doch noch ein Beet war. Oder irgendwie sowas. Aber war es nicht. Hm, aha. Aha. Okay. Gut, dann haben wir alles. Hä, ich habe da unten habe ich doch gegossen, oder ne? Ich war fast sicher, dass ich das hier schon nass gemacht habe. Und jetzt machen wir es dann doch so. Ich glaube, wir gehen jetzt mal zum Schmied. Die Frage ist halt nur, ey, was lasse ich ihn machen, ne? Was sag ich ihm? Wir nehmen jetzt mal zwei Kupferbarren mit. Und die Geoden nehmen wir auch mit. Denn die Geoden können wir aufmachen lassen. Das nehmen wir jetzt auch. Wir nehmen jetzt mal alles mit. Das lassen wir mal hier. Das lassen wir auch mal hier. Das lassen wir hier. Nein, die Geoden nehmen wir mit. Den Setzlingen, den Ahornsamen pflanzen wir irgendwo an. So einen schönen Ahornbaum hier oben so. Wo sieht denn ein Ahorn gut aus? Hier so. Können wir uns so eine Allee bauen hier, wo dann die Ahornbäume so schön stehen. Da glaube ich, kannst du schon schön was anbauen. Halt unbedingt durchlaufen, bis das, wenn da ein Baum steht, ist nicht so prickelnd. Hier davor so. Gut. Dann checken wir mal hier noch den Busch und holen uns die Beere und gehen jetzt mal zum Clint, glaube ich, heißt der, oder? Der Schmied, der Schmiedejunge. Der Boy, der Herr, der Monsieur, der Monsieur, ne? Tipp für Gießkanne, sagst du? Der Schmied behält sie eine Weile. Ach, tatsächlich. Ah, das ist aber ärgerlich. Willst du den Kupfer schmelzen, wenn du weg bist? Nee, das, ja, ich habe keine Kohle. Dann, glaube ich, wird das nichts. Oder? Hallo, Alex. Nee, ich glaube, das wird nichts. Wenn ich keine Kohlen habe. Ich muss doch. Ich glaube, ich muss noch mehr in die Mine rein. Aber dann brauche ich ein besseres Schwert, ne? Weil es ist schon anstrengend mit diesen. Also, die sind schon. Mein Schwert ist schon nicht so gut, ja? Und Dünger kann ich vergessen. Also, Dünger kann ich mir nicht leisten. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu utopisch für mich.
Oh. Kann ich da in den Garten rein und dann... Ah, da klaue ich ihm einfach die Beeren. So läuft das hier. Das sind jetzt meine Beeren. Aha, aha, schön in die Gärten. Ich dringe in die Gärten ein und nehme mir die die Beeren heim oder so, ja. Larissa, grüß dich. Na du? Na du? Ich hoffe, ihr hattet übrigens eine entspannte Woche und könntet das ordentliche Wochenende genießen. Und es war nicht zu kalt. Also es war schon arschkalt. Also gestern und heute war schon richtig schlimm. Ich war gestern in der Arbeit, boah, ich hatte kurzzeitig die Handschuhe aus und ich habe ja dann zum Arbeiten auch keine dicken Handschuhe an, aber ich hatte dann, es ist besser als gar keine Handschuhe, und ich hatte dann kurz aber dann auch die Handschuhe aus und so. Hey, und mir sind innerhalb von kürzester Zeit die Finger eingefroren. Wir hatten gestern tagsüber so minus 12 Grad. Heute waren es so minus 8 den ganzen Tag. Und heute Nacht hatten wir echt so, ne, minus 17 bis minus 21 Grad. Das ist schon krass. Das ist also, muss schon sagen, schon kalt, ne? Schon irgendwie recht frisch heute. Ich habe damals als erstes schnell es ging Sprinkler gebaut, war zu faul zum Gießen. Sprinkler? Wie kriege ich die? Muss ich die kaufen? Muss ich die erforschen? Wo ist denn mein Crafting-Menü? Warte mal. Aber das kann ich noch nicht, oder? Oder doch? Was kann ich denn? Lagerfeuer. Ach, du meinst du Müsli-Riegel? 45 Energie? Oh, ist ordentlich, ja. Eichel, Ahorn, jetzt weiß ich, was du meinst. Dafür brauche ich diese ganzen Samen und so ein Zeug. Ahornsamen, Kiefernzapfen und eine Eichel. Und daraus baue ich einen Müsli-Riegel. Das ist ja interessant. Ein Holzzaun. Ein Tor. Ein Holzpfad. Ja, das habe ich ja als Fackel. Ah, okay. Also, aus Harz bastel ich Dünger. Aha. Und eine Kirschbombe, was löst eine kleine Explosion aus? Kupfererz und Kohle. Warte, jetzt habe ich mein... kurz meinen Kopf herausgesteckt. So, bei euch sind es nur so minus 4 Grad. Ja, Grad ist ein bisschen krass. Hi Broly, grüß dich. Sprinkler sind die Dinge auf den Kuchen kommen. Was? Sprinkle? Was? Das sind doch Streusel. Also... auf den Kuchen kommen doch Streusel. Ich dachte, du hast jetzt irgendwas zum Gießen benutzt. Also, zum Gießen kannst du doch nur Sprinkler irgendwie. Oder? Ich muss nicht mal ordentlich hinsetzen. Ich verfalle hier in so einen Chillo. Chillo. Ich lege mich mal ein bisschen zurück, Modus her. Das möchte ich eigentlich nicht. Sprinkler sind Wassersprinkler. Ja, genau. Aber was hat das jetzt mit Kuchen zu tun? Sprinkle sind die Dinge, auf den Kuchen kommen. Diese ekligen bunten... Hä? Also, eklig ist an bunten Streuseln ja wohl gar nichts, oder? Mögt ihr die nicht? Ey, in Holland essen die doch nur, oder? Ich weiß noch, als wir in Holland auf Urlaub waren, da isst man das auf Brot. Da haben die so ein komisches Semmelbrötchen-Ding. Die sind so wie so Toastteile. Und dann macht man da so ein bisschen Butter drauf. Und dann kommen da so Streusel drauf. Das isst man bei denen so in Holland. Das ist total lecker. Komm, das googeln wir jetzt mal oder so. Kann man das googeln? Ja, bestimmt, ne? So Streusel, Streuselzeug? Warte mal. So Streusel Holland. Hier, Streusel Holland. Ja, genau. Rüter heißen die oder so, das Milk. Der Rüter Handelstag Milk, Vorteilspack. Dreimal Rüter Schokoladeflocken. Blue, Sapiter Schokoladeflocken. Für Frühstück. Und die gibt es auch in Pink. Wir hatten die damals in Streuselfarben, Schokolade, Pink und gemuscht. Ja? Schön der. Warte mal, kann ich das. Warte.
So, wir testen mal was. Mhm. So, pass mal auf. Ich habe da eine lustige Idee. Warte, warte, warte. Und wenn ich jetzt hier reingehe. Warte mal, wenn ich muss etwas von. Ich muss es von Deutsch auf Holländisch übersetzen lassen? Oder muss ich es dann auf Deutsch auf Holländisch vorlesen lassen? Niederländisch? Und jetzt sagt sie? De Ruiter Hagelslag Melk Volmilch Chocolade Streusel 380 Gramm. De Ruiter streut Milch voll. Ich will, dass sie es auf Deutsch. Warte, so und dann darüber kopieren. Liest sie das dann auf Holländisch vor? De Ruiter streut Milch voll Milch. Du Alter, streut mich. Ich will, dass sie das. Das geht doch irgendwie so, dass sie das auf so. Zwar Deutscher mit so einem holländischen Akzent vorliest, oder? Das geht doch irgendwie so in Niederländisch, warte mal. Da gibt's doch irgendwie so einen Trick. De Ruiter Hagelslag Melk, volle Melk, Schokolade Hagelslag 380 Gramm. Okay, gut. Das ist jetzt also nicht das, aber das ist geil, ey. Aber das könnt ihr mal googeln. Googelt das immer. Streusel Hagelslag Milk. Milk. Lecker Schokomilk. Voll mit Schokolade. Milk. Streusel. 380 Gramm. Geile. Lecker. Das kriege ich gerade für die Flashbacks. Genau, das ist mal bei denen auf Toast mit so ein bisschen Butter da drunter. Ich mag Streusel auch. Bunte Streusel sind toll. Ja. Kannst du ab Hofarbeitsstufe 2 bauen? Aha. Streusel oder was? Ich mag auch den dicken Zucker auf Berliner nicht. Du meinst jetzt Krapfen? Oder magst du Berliner? Nee, ach so, das andere sind Amerikaner. Berliner sind Krapfen, ne? Aber da ist doch Puderzucker drauf. Oder meinst du das, wenn das so eine Zuckerglasur ist? Also Zuckerglasur wie auf Amerikanern mag ich auch nicht. Aber so Puderzucker wie auf normalen Krapfen? Sehr geil. Es sei denn, es ist außen so Vanille und innen auch so Vanillesoße Krapfen. Die mag ich eigentlich auch ganz gern. So Vanillekrapfen finde ich ganz lecker. Aber, die runden Dinge mit Marmelade drin. Ja, das sind Krapfen. Genau, es gibt da diverse, schon klar, dass es diverse Deko gibt für Krapfen. Das ist wie bei Donuts halt auch, ne? So, also. Ja, auf jeden Fall, das sind Streusel. Wie sind wir jetzt da von dem Streuer, von dem Sprinkler drauf gekommen? Sprinkly? Achso, weil Alex das gesagt hat, irgendwie mit Sprinkly. Wie kommst du denn auf Sprinkly? Spielt das auf Englisch oder was? Heißt es so? Sprinkly? Die heißen in Berlin und nicht Krapfen. Ja, aber bei mir sagt man Krapfen und ich bin hier der Chef und deswegen sagen wir Krapfen. Ne? Nein, ihr könnt gerne Berliner sagen, aber wir haben ja schon jetzt wir sind jetzt ja schon dabei, dass wir haben ja schon erreicht, dass wir von demselben reden. Was lenkt man sich ab, wenn die Katze krank ist? Ja, du lenkst dich doch gerade schon ab, Freya, oder nicht? Oder bin ich nicht Unterhaltung genug für dich? Dann musst du wohl woanders hingehen, wenn das nicht reicht. Mann, Freya, du bist doch schon hier gut aufgehoben. Komm doch näher, Freya, setz dich. Na komm, lass dich hier ein bisschen beflauschen und dann bist du doch abgelenkt. Unterhalte dich doch mit uns. Lass dich doch einfach berieseln, unterhalten. Reicht das nicht als Ablenkung? Ansonsten, weiß ich nicht, zeichne noch nebenbei mal was. Was auch immer du machen magst. Jede Art der Beschäftigung ist ja meistens eine gute Beschäftigung. Ne? Die heißen bei den Pfannkuchen. Pfannkuchen. Die Dinge aus der Pfanne, die heißen Pfannkuchen. Wie sollen die sonst heißen? Komm zum Kuscheln in unsere flauschige Runde. Ganz genau, so sieht's aus. Was sind Krapfen? Also Krapfen sind die Dinger, die außen Puderzucker drauf haben und innen so Marmelade drin.
Oder eben außen so Glasur und Pudding oder was auch immer da drin. Oder so Streusel obendrauf oder so. Und mir hat ein anderer bei erzählt, die heißen Palatschinken. Also Palatschinken gibt es nur in Österreich. Das kennen wir hier nicht. Palatschinken gibt es in Bayern nicht. Das gibt es in Österreich. Wir sagen Pfannkuchen. Oder der Bayer sagt Pfannkuchen. Ja, ganz ein normaler Pfannkuchen. Ende. Ja, also, was das Einzige, was. Ich meine, wir haben ja einen Kaiserschmarrn, der ist ja so pfannkuchartig. Ja, aber Pfannkuchen. Ganz normaler Pfannkuchen. Palatschinken ist österreichisch, damit haben wir nichts am Hut. Und das ist auch verdammt nochmal gut so. Ja. Palatschinken. Sorry, aber ey, was schon nach Fleisch klingt und dann aber ein Pfannkuchen ist, die spinnen doch, die Österreicher. Ja. So, hallo Pfaffel, ob ich dich noch kenne? Ja, die Frage ist, ob ich das will. Ja. Nein, natürlich, ja, sei gegrüßt. Jetzt habe ich doch gerade gegessen und schon wieder Hunger. Aha, Sixt, ja, so schnell geht's. Pecky versucht gerade Krapfen den Nicht-Bayern zu erklären. Jawohl, so schaut's aus. Das ist veganes Hackfleisch. veganes Hackfleisch. Aber das Ding ist, so Wedgie-Hack, ja, das geht. Ja, ist natürlich schon nicht, ja, yes, halt kein Hackfleisch. Ist halt Wedgie, Hack, irgendwas, ja. Aber ich sag mal so, für Leute, die definitiv kein Fleisch essen mögen, gibt's ja mittlerweile echt gute Alternativen. Und sicherlich schmeckt es nicht genauso. Also mal ganz ehrlich. Wenn jemand sagt, hier dieses Wedgie-Alternativ-Ding schmeckt genauso wie das Fleisch, ist schon mal Bullshit, ja. Das reden die sich ein. Aber das heißt ja nicht, dass die schlecht schmecken, die Sachen. Das stimmt nicht. Die schmecken halt nicht gleich. Weißt du, und das geht ja auch gar nicht. Du kannst ja keine Wedgie-Wurst oder Wedgie-Hack machen, was so ist wie echtes Hack. Das geht einfach nicht. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass die deswegen schlecht schmecken. Also ich habe auch schon Wedgie-Burger und so gegessen. Ich fand ja okay. Ja? Es ist für mich nicht dasselbe. Aber es ist okay. Du, das ist halt immer die Frage, was das sein soll. Ja? Mein Gott, ne? So. Gut. Wir wollten Werkzeuge verbessern, Geode aufbrechen. Wir haben jetzt ganz viele Geoden. 4 Stück Geode. Ja, nimm es. Boah, wie er drauf rumhackt. Ach, schon wieder so ein grünes Teufelsding. Oh. Oh, es ist orange. Oh la la, l'orange. Oh, 5 Kohle. Geil, Bruder. Ach, das kostet Geld. Der will Geld davon mir haben. Scheiße, das ist ja wie bei Animal Crossing hier. Jetzt kann ich mir das nicht mal mehr leisten, meine Geode aufbrechen zu lassen. So, was jetzt mit der Gießkanne? 2000? Wow. Ein Kupfermülleimer. Ach, ich kann mir mein Schwert gar nicht aufbessern lassen. Ach so. Ja, dann, sorry. Was bist denn du für ein Schmied? Welcher Schmied kann denn bitte kein Messer, kein Schwert aufwerten? Oh. Oh. Also den würde ich mir nicht nach Privislavitz holen, ey. Ganz ehrlich, steht er da in seinem Kettenhemd. Verlangt von mir Geld für seine Geode. Pff. Was habe ich denn da jetzt? Ein Arquik-Pigment. Ein Jambarit hatte ich ja schon. Das können wir verkaufen gehen, oder? Das Jambarit, das packe ich mal mit zu Hause in die Dings. Das andere bringen wir hier zu dem Kamerad hier, zu dem Alfonso in seine Ausstellung hier. So. Kenne ich Anime? Ja. Anime Fletcher. Nee. Oh Mann. Das ist so ein Big Bang Theory Joke. Ja, klar kenne ich Anime. So. Er arbeitet ja. Naja, Arbeit würde ich das jetzt nicht nennen. Tofu kann sehr lecker sein. Ja. Wieso hat das jemand bestritten? Ich meine, Tofu schmeckt ja in erster Linie mal nach nichts, ne? Kommt darauf an, wie man es zubereitet, ne? Also so gegrillten Tofu, wenn man das ordentlich würzt,
Du kannst alles irgendwie so machen, dass es schmeckt, oder? Also, für Arbeit bezahlen lassen, frech. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Der hat diese Geode genommen, hat mit seinem dicken Hammer da oben einmal draufgehauen und will dafür 20 Euro von mir haben. Preis-Leistungs-Verhältnis? Geht so, ne? Waffel kann ich auch finden. Waffen kann ich finden. Oh, wo finde ich die denn? Muss ich dafür irgendwelche Taschen ausgraben oder so? Oder wie läuft das? Peggy schreibt gleich eine Angry-Ein-Stern-Rezession über Clint. Ja, so eine Google-Maps-Rezession über Clint. Überteuerter Service und ballert nur Schund aus meiner Geode raus und so. Den werde ich ordentlich bloßstellen auf Yelp. So. So sieht's nämlich aus. Schau ich Anime? Gerade nicht. Also, ich habe schon so meine Animes, die ich mag. Und ich habe früher auch viel Anime geguckt, aber ich habe jetzt schon länger kein Anime mehr geguckt. Das letzte Mal, als ich Anime geguckt habe, war, als ich mir wieder die alten Kickers-Folgen angeschaut habe. Die ich auf DVD habe. Ich habe diese DVD-Boxen von Kicker und Tsubasa. Das sind halt krasse so Kindheitserinnerungen. Und, ja. Die habe ich mir, glaube ich, irgendwie mal, das ist aber auch schon länger her, da habe ich mir die mal angeschaut. Das ist halt krasses Kinderflashback einfach. Das war schön. Aber sonst gucke ich keine Animes. Nee. Also ich habe schon mal viel, was heißt viel auch nicht, aber ich habe schon Animes gesehen, aber ich habe jetzt schon länger keinen richtigen Anime mehr gesehen. Fällt mir jetzt nicht auf. Ich muss gerade gucken, ich bin jetzt hier in so einem komischen Fenstermodus irgendwie. Ich habe jetzt kein Vollbild mehr. Warum ist das so? Randloses Fenster. Nein, ich will Vollbild, Mann. Vollbild! Was ist das überhaupt für eine komische Auflösung? Warte mal. Stimmt doch was nicht hier. Hä? Ach, muss ich es gedrückt halten? Warte. Wo sind wir denn? 1020x1080. So sieht es nämlich aus. Aha. Jesus Christus. Ah. Also. Du schaust momentan Attack on Titan. Aha. Ja gut, das ist ja auch schon alter Anime, in Anführungszeichen. Da habe ich auch schon ein bisschen was gesehen von Attack on Titan. Was mir ganz gut gefallen hatte, war, ich habe mal angefangen, irgendwann Full Metal Alchemist zu gucken. Das fand ich ganz lustig, das fand ich ganz nett. Das war zu meinem Fantasy-Setting-Dings entsprungen. Also mein absoluter Lieblingsanime aller Zeiten ist ja Cowboy Bebop. Also wenn ihr Cowboy Bebop nicht gesehen habt, dann müsst ihr das unbedingt nachholen. Das ist so, also es ist halt für Erwachsene, ne? Und das ist halt ein Thriller. Also es geht um die Bebop ist ein Raumschiff und es sind Kopfgeldjäger im Weltall. Und das ist ziemlich geil. Das ist wirklich cool gemacht, ist gut geschrieben. Oder Lupin der Dritte, das ist auch ein richtig toller Anime. Das sind halt so Detektiv-Stories, also Lupin, der Meisterdieb, ne? Das sind gut geschriebene Sachen, auch schön gezeichnet, gut vertont. Das ist kein so ein kindlicher Anime, sondern das ist auch ein erwachsener Zeichenstil und auch recht blutig und so. Das ist gut, ist wirklich gute Qualität, ne? Genau. Also, Visions of Azkaflon damals war auch super. Ja, das habe ich auch alles gesehen. Also damals die MTV-Animes habe ich eigentlich alle geguckt, die da, als es so groß rauskam, Anfang der 2000er war das. Da war das jetzt überall. Also Visions of Azkaflon ist auch eine richtig tolle Story und mag ich auch gern von der Geschichte. Das ist auch so ein bisschen Future-Spacig und mit diesen Mechas und so, das ist ganz geil. Genau. Ansonsten Sport-Animes sind eigentlich immer cool. Es gibt diese neumodernen, Handball- und Volleyball-Spieler-Animes irgendwie. Aber das ist mir zu übertrieben crazy. Ich weiß auch nicht. Sonst bin ich immer, ich mag so Sportsachen schon gerne, aber
Weiß ich nicht. Ich hätte gerne mal so ein richtig cooles Kampfsport-Anime hätte ich gerne mal gesehen, aber sowas gibt es, glaube ich, nicht. Oder ich habe es nur noch nicht gefunden. Also, aber ne. So, wir verkaufen mal den Jambarit hier und dann das. Und hoffen, dass wir da noch ein bisschen Cash kriegen. Dann ballern wir... Warte mal, dann können wir eigentlich das hier mitnehmen, oder? Und da anpflanzen. Die Geode bringen wir eben, wenn wir Geld dafür haben. Ah, sehr schick. Okay. Das macht er. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das so teuer ist. Also schon alles recht teuer in diesem Spiel, ne? Also unter 2000 Gold kriegst du hier quasi gar nichts. Außer halt ein paar Samen. Aber ich sag mal, so wichtige Sachen wie jetzt einen Rucksack oder wenn du was aufgewertet haben willst. Ist schon teuer, muss ich sagen. Und mittlerweile meine einzige Verdienstmöglichkeit ist ja gerade tatsächlich entweder hier in Höhlen zu gehen und wobei da verdiene ich ja auch nichts dran. Ich muss ja die Sachen da verkaufen. Also Missionen halt, ne? Warte, wir gucken mal nochmal rein. Genau, Schleime töten wäre jetzt schon mal und einen Hühnerstall bauen. Hühnerstall haben wir gesagt 4000? Ich bin nicht mehr sicher, aber ich glaube ein Hühnerstall kostete 4000. Genau, dann gehen wir morgen früh gießen und dann gehen wir in die Mine. Deswegen gehen wir jetzt schlafen, dann machen wir morgen ein bisschen Gießungsarbeit und dann gehen wir in die Mine und machen da ein bisschen Action. Ja. So, okay. Good Food Wars kenne ich nicht, keine Ahnung. Gut. Sammeln, Minenarbeit, ne, 150 Gold für unsere Geode. Ja, weiß nicht, für so einen Gambitstein da. Bin jetzt nicht sicher, ob das ein guter Preis ist. Es fühlt sich so wenig an. Also ich finde, also 150 Dollar fühlt sich schon wenig an, wenn man ja jetzt davon ausgeht, dass ich 2000 für den nächsten Fortschritt brauche oder so. Du zückst dein Notizbuch, mach das. Ich habe mir jetzt zum Beispiel in Medieval Dynasty, habe ich mir für 2000, ne, kriegst du da einen Huhn und einen Hahn und mit so ein paar Holzblöcken habe ich mir einen Hühnerstall gebaut, ja. Da geht was, ja. Da habe ich dann gleich, oh. Ja, ist die Katze süß. Mani, hallo Peggy. Siehst du die Katze hier? Ja, ich sehe sie und sie ist richtig cute, ey. Oh, miau. Ich habe sie an deiner Hofanfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner, armes kleines Ding. Oh, darf ich sie haben? Oh, ich nehme sie. Es scheint dir hier zu gefallen. Meinst du nicht, dass dein Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Ja. Ja, klar, Katze adoptieren. Oh. Wähle einen Namen. Mouncy, so hieß unsere erste Familienkatze. Habt ihr einen Namen? Wollt ihr einen Namen für unsere... Das ist so eine grau getigerte. Na, wie nennen wir die Katze? So, genau, Fernsehen machen wir gleich. Hühnerstall 400 Gold. Was, 400 Gold nur? 4000, ah. Ja, ich wollte gerade sagen. Wow. Milli. So. Genau. Haikyuu, genau, das ist das Volleyball-Dings. Ja, Sailor Moon und Jane. Ja, das sind auch so, also Sailor Moon und Janet, die Katze, habe ich damals auch alles gesehen, ja. Shiros Reise zu Wunderland ist halt ein ganz, ganz toller Film, das stimmt, ja. Yoshi. Nee, Yoshi finde ich nicht gut. Sorry, ich finde Yoshi keinen schönen Namen für eine Katze. Wirklich. Mo. Mitsover. Saki. Numbo. Millie finde ich ganz süß, ehrlich gesagt. So. Also. Nenn die Katze noch Milli. Ich finde Milli finde ich auch gut, ja. Hallo Greta übrigens. Das hat man Harvest Moon früher auch immer seine Haustiere bekommen. Streuner, die plötzlich auf dem Hof sind. Ah, finde ich doch geil. Also ich finde Milli super. Sorry, Alex, aber du wurdest jetzt überstimmt, ne? Trotz dem Namensgenerator. Aber wir nehmen Milli. Komm her, Milli. Sei ein braves Kätzchen, ja? Ah, ja. Miau. Sie ist, aber ich habe gar nichts zu essen für Milli. Oh mein Gott. Wo ist sie dann?
Millie? Oh scheiße, schon habe ich sie verloren. Millie. Oh Gott, ich glaube, sie ist weg. Jetzt habe ich hier die Maus drin. Oh nein, guck mal, Millie. Oh, die schläft auf dem Boden. Miau. Geh mal vom Fernseher weg jetzt. Oh Mann, Millie, ey. Die Königin der Soßen. Wiederholung. Ja, komm, gönnen wir uns. Grüße, ich bin's, die Königin der Soßen. Ich stelle köstliche Rezepte vor. Ja, Kohlsalat. Mmh, Essig, ja, lecker Kohlsalat. Mein Gott. Was sagt der Wetterbericht? Teils Wolke, leichte Brise. Eine Menge Pollen, okay. Aber kein Regen, das heißt, wir müssen gießen. Mann, Millie, kann ich dir was jetzt zu fressen bringen? Braucht die was? Nee, oder? Braucht Millie was? Die kann sich ein paar Mäuschen fangen, oder? Also, ganz ehrlich, sie ist eine Katze. Da verlasse ich mich jetzt einfach drauf, dass Millie sich selbst versorgt hier, okay? Ich denke, das passt schon, ne? Also. Jomiri, grüß dich. Na, du? Abendschulschluss, ab in die Kälte. Boah. Hast du Frontalschule? Nix irgendwie so Intron-Webs oder sowas? Wirklich? Wow. Ja, dann ab. Dann lass dich nicht von der Kälte beißen, ne? So, hallo Salomon Lady. Gerade mal über dich geredet. Also über Salomon. So, warte mal, müssen wir noch eben. Haben wir das nicht letztens gesagt, dass das irgendwie Zorro aussieht wie ein Tuxedo-Mask für Arme oder sowas? Ich bin nicht mehr. Ich glaube, irgendwie sowas war das, ne? So. Klein. Nein, keinen. Ach, keiner mag Algen. Merkwürdig. Wie kommst du jetzt da drauf? Wie kommst du jetzt auf Algen? Du kannst den Wassernapf mit Wasser füllen. Sie hat einen Wassernapf? War da ein Wassernapf? Das habe ich nicht gesehen. Gehört zur Abschlussklasse, das ist Präsenzunterricht Pflicht. Ach so, aber in der Abendschule trotzdem. Boah, ey, du dann, ja, musst dir wohl warme Gedanken machen oder so. Wenn du jetzt noch schnell auf dem Heimweg bist, dann du, also, oder musst dich ganz viel bewegen, ne? Das hält dich auch warm. Oder, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich hätte es gesagt, irgendwie ein Wodka oder ein Schnaps. Das wärmt dich auch von innen, ne? So, irgendwas Hochprozentiges. Oder einfach auch eine warme Jacke. Oder so ein Taschenheizer oder irgendwie sowas, ne? So ein Hosentaschenwärmer. Hosentaschenwärmer, so ein Hand... Ihr wisst schon was, ne? So ein Handwärmer, den man sich in die Taschen dann reinballert. Wir gucken jetzt mal, ob der Katze einen Napf hat. Nee. Ich sehe jetzt keinen. Komm, wie sie auch rumflätzt. Süß. Ich mag irgendwie die Inneneinrichtung nicht. Können wir das mal ändern? Das gefällt mir so... Da oben, das ist ihr Wassernapf. Da oben. Das ist der Katzennapf, ja? Ah, da, das ist immer Regenwasser. Die soll ruhig Regenwasser trinken. Hey, ganz ehrlich, ist auch nur eine Katze, ne? Die müssen wir hier nicht verhätscheln mit dem... Ist ja auch nur Wasser aus dem See. Okay. Was trinke ich eigentlich? Gar nichts, oder? Vielleicht auch nicht so optimal. Gut. Dann haben wir gesagt, ab into the cave, ne? Oh, was ist mit meiner Energie denn los? So kann ich ja nie in eine Höhle gehen. Das ist ja sehr ärgerlich. Meinte, wir können noch ein bisschen hier... Ja, was macht man denn stattdessen? Krass, ey, von dem Gießen kann ich doch nicht schon so K.O. sein. Also das akzeptiere ich jetzt nicht, dass mich das jetzt schon so auslaugt. Du musst der Katze Wasser geben. Wie soll ich ihr denn Wasser geben? Die liegt doch immer innen rum. Das ist doch der Napf. Den kann ich ja nicht mitnehmen. Kann die nicht rausgehen und sich selber da Wasser holen? Ist das zu viel verlangt oder was? Das wird sie doch wohl hinbekommen. Wie komme ich denn da jetzt hoch? So. Da hier schön den Busch geschäkert. Macht sie doch. Ah, das ist gut. Ja, weil sie nur immer drin rumflätzt, jetzt wie so ein faules Tier, ne? Deine Finger frieren, trotz Handschuhe. Boah, Jumiere, dann sieh zu, dass du heimkommst, ne? Kannst nicht so viel laufen. Du hast einen Sehnenriss. Oh nein, oh Gott. Oh nein. Oh, das sind lauter seine... Und dann schlechte Verknüpfungen von schlechten Ereignissen.
Oh, dann du, ey, trotzdem, ich wünsche dir einen guten Heimweg, ne? Also wirklich, wir denken da ganz fest an dich. Sie sehen Picky und seine Überlebenstipps für extreme Kälte. Ganz genau so sieht's nämlich aus, ja. Genau so sieht's aus. Also. Du hast dein Katze jetzt einen Katzenbrunnen gekauft, seitdem steht er wenigstens nicht mehr in der Spüle oder liegt in der Badewanne. Ja, ja, Coco trinkt auch am liebsten aus dem Wasserhahn, aus dem Waschbecken. Findet sie halt gut, ne? Gerade hat nur keine Lust. Ah, okay. Okay. Genau, dann kannst du dieses Jahr nur besser werden, ne? Die Taste von dir vom Tablet reagiert nicht. Ah ja, das ist blöd. Das ist genauso wie... muss ich jetzt überlegen, ob ich das ordentlich erklären kann. Es ist ja oft so, dass wenn man was sucht... ja, also man sucht einen Begriff. Also jetzt sagen wir mal bei Google auf dem Handy. Und dann tippt man das ein... Und man tippt ja meistens das Wort dann nicht fertig. Also ich mache das nie so. Ich tippe ein Wort ja dann immer nur so weit, bis es in den vorgeschlagenen Ergebnissen vorkommt. Und dann will ich eigentlich das Ergebnis drücken, aber zwischen dem ich tippe bis dahin, das Wort erscheint und ich drücke da drauf, das ist ja meistens dann das erste Ergebnis, erscheint aber noch ein anderer Begriff, der dann in der Zeit hochgeschoben wird. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, aber das habe ich so oft. Und dann drückst du ja da drauf, weil du eigentlich den Begriff der Erststandes drückst, aber zwischen ich sehe das und drück das, erscheint noch ein zweiter Begriff. Das sind so, das ist so ein Millisekundenbereich, wo sich dann noch ein neueres Suchergebnis da höher einreiht. Und dann drückst du drauf und das ist aber das Falsche. Oh, da kriege ich immer einen Hass. Es passiert mir aber zu oft. Also wirklich. Ständig. Gell? Ständig. Wieso? Ja? Ach, das ist so furchtbar. So hast du deiner Schwester mal aus Versehen ein sehr böses Wort geschrieben. Ah, das ist natürlich nicht so schön. Oh Gott, ruhig die Nachbarn. Stimmt, ja. Ja, wobei, ich glaube, es ist niemand da. Wobei doch. Aber nur ein Teil. Du könntest die letzte Geode aufbrechen lassen oder angeln gehen. Ja, das machen wir. Wir lassen die Geode aufbrechen und gehen angeln. Das ist eine gute Beschäftigung für heute. Weil angeln muss ich skillen und Geode aufbrechen, weil da könnte ja was Goldenes drin sein. Und das ist sehr gut. Genau, Quarz. Ja, können wir dem Gunther spenden, meinetwegen. Ja, komm, YOLO, oder? Warte, währenddessen, dann packen wir das nochmal da rein. So. Und dann gehen wir ab zu Geode. Also wirklich... Ganz schrecklich. Also das ist sowas, was mich wirklich, also so am Smartphone-Gebrauch, glaube ich, ist das, was mich am meisten triggert. Das kotzt mich so an. Und dann ist es ja so, dann macht es das auf und dann musst du ja noch einmal zurückgehen und dann musst du es wieder neu suchen und dann da richtig gut aufpassen, dass das nicht nochmal passiert und so. Ach, scheiße, ey. Aber es ist echt, da bin ich ja beruhigt, wenn euch das auch passiert, dann weiß ich ja, dann liegt es nicht an mir, weil ich irgendwie zu langsam mit reagieren bin oder sowas, sondern... Dass das einfach dumm programmiert ist. Furchtbar. Das sind so... Das sind die Probleme, die man so hat. Ne? So. Oh Mann, ey. Es ist ja echt super anstrengend. Da könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen, über sowas. So. Hier, Geode, Bruder. Kriegst du auch einen Zwanni dafür. Du super Schmied müsste man sein, ne? 25 auch noch. Schiefer. Weißt du, was das Geile ist? Ne? Ich gebe jetzt hier 25 aus, damit der Herr, ja, da Schiefer rausknubbelt. Und was kriege ich dafür? Gar nichts. Ja, weil ich die spende das jetzt. Gut, ich könnte sie auch verkaufen, aber nein, ich bin ja so frei. Ja. Hier, hallo, komm, ich spende dir fucking Schiefer. So, und dann spende ich dir auch noch hier so ein Ding. So ein Quarz. So, viel Spaß damit. Komm, geh mal hin. Hallo, hier fehlt ein Buch. Ja, und? Ach, Abigail. Hey, entschuldige mich im Voraus, falls ich irgendwelche Unhöfliches sagen sollte. Ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen. Ach so, ich dachte, sie hat Tourette oder so. Ach ja, na dann nicht. So.
Okay. Trotz seiner hohen Griffigkeit wird dieses Material häufig in der Herstellung und Allgemeinmedizin verwendet. Ah. Schiefer, extrem wasserresistent, was er zu einem guten Material für Dächer macht. Ah. Quarz, ein klarer Kristall, der häufig in Höhlen und Minen gefunden wird. Ah, das finde ich sehr oft zum Beispiel in Subnautica, da findet man ganz viel Quarz unter Wasser. Das ist da so ein Ding, ne? Und daraus wird Glas gemacht bei Subnautica, glaube ich. Macht man aus Quasser, aus Quarz, glaube ich, macht man da Glas. So. Whoop. Oh, shake that bush. Oh, shake it, yeah. Shake the bush. Ah, wir können ja hier ein bisschen angeln, komm. Ne, wir gehen auf die Brücke, da wo uns jeder sehen kann. So, da, da. So, und schwupp. So. Also. Ich wollte mal einen Namen der Teletubby schreiben. Am Ende kam Tinky Funky Groovy Display aus. Tinky Funky Groovy ist auch geil, ey. So. Oh, eine Grünalge. Lecker. Ich liebe meine Grünalgen. Ach, das ist Kartoffeln mit Grünalgen. Das ist meine Leibspeise. Das mag ich am allerliebsten. Mama, Mama, gibt's mal wieder Grünalgen? Nein, wir essen jeden Tag nur Fischstäbchen, Pommes und Pizza. Oh nein, so ein Scheiß. Hey, ist doch auch sowas, oder? Hey, Fischstäbchen ist doch auch sowas, was eigentlich total geil ist, was man aber als Erwachsener irgendwie nicht mehr so isst, oder? Oder ist das nur bei mir so? Aber eine Zeit lang, ab und zu haben wir schon Fischstäbchen gemacht, aber ist gar nicht mehr so. Fischstäbchen sind schon irgendwie geil, aber halt auch irgendwie gar nicht. Also es ist so... Weiß ich nicht. Fischstäbchen sind schon irgendwie geil. Aber das ist so ein... Aber halt auch irgendwie nicht... Das ist ganz eigenartig. Und das ist nicht so wie bei Mackie, dass man das isst und danach sich denkt so, wieso habe ich das jetzt gegessen? Sondern das ist ja schon nochmal anders. Da gibt es wenig so Vergleichbares. Oh Mann, Angeln. Ach, Angeln ist ja richtig scheiße. Ey, komm, das kann ich gar nicht. Blödes Angeln. Da hole ich mir lieber ein paar Fischstäbchen hier beim Dingsmarkt da vorne. So. Mache ich das Angeln mit der Tastatur? Nein, das mache ich mit dem Gamepad. Warum soll ich es mit der Tastatur machen? Ich dachte, man macht das mit der Maus. Also, es ist so. Das Angeln funktioniert so. Du musst... Das ist wie Flappy Bird spielen. Kennt ihr Flappy Bird? Das ist so... Also, ich muss immer... Also, ich muss immer... drücken. Also, dieser Fisch geht ja immer hoch und runter. Und der grüne Balken muss immer bei dem Fisch sein. Und ich muss immer Knopf drücken, damit der grüne Balken so ein bisschen nach oben geht. Und drücke ich mehrmals hintereinander, geht der grüne Balken halt weiter hoch. Und will ich, dass er runtergeht, muss ich aufhören zu drücken, damit er sich von alleine senkt. Ich kann das nicht anders manipulieren. Und das ist ein bisschen dumm. Das heißt, ich kann nicht den so mit dem Stick oder sowas so hoch und runter drehen, sondern nur durch Knopf drücken. Das ist richtig... Vielleicht muss ich dir mal auch mal ein YouTube-Tutorial anschauen oder sowas. Vielleicht gibt es ja Tricks, die ich noch nicht kenne, zum regelrechten Umgang mit der Angel in Stardew Valley. Ne? Kann ja sein, dass ich das einfach total falsch mache. Wir gehen gleich mal schlafen. So, okay. Komm, wir versuchen es nochmal. Hier, so. Ja, da unten ist der Fisch. Und ich drücke jetzt und es geht er hoch. Jetzt muss ich das Ding auch hochdrücken. Damit er da drin bleibt, ne? Oh, und jetzt geht das von alleine wieder runter. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen hochhalten. Und dann rechts sackt es so ab. Das ist so ein Kacksystem. Oh, und kaum ist man oben. Also, und das ist das Ding. Dann ist man fast oben und dann geht der Fisch runter. Und dann muss man wieder das da anpassen und so. Oh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Was machst du denn hier jetzt? Danke. Der Applaus ist mehr als gerechtfertigt. Das war wirklich mein krassester Fang. Ne? Ach ja, du brauchst beim Angeln einen speziellen Köder. Das ist die grüne Balkengröße. Ja, aber das kann ich ja mit meiner Angel noch nicht. Das geht ja erst später, ne? Ich frage mich immer, ob ihr solche Tipps
selber, also ob ihr das selber gespielt habt und das daher wisst, oder ob ihr sowas auch nur aus anderen Videos kennt oder sowas, weil dann kann ich das verstehen, warum das so, warum ihr nicht wisst, dass, also ich frag, also das Grundprinzip, was ich mir immer stelle, ist immer, weil man ja so Sachen, also ihr gebt mir Tipps und dich aber nicht umsetzen kann. Und das solltet ihr eigentlich wissen. Und deswegen frage ich mich immer, wo dann immer sowas herkommt. Also, versteht ihr, was ich meine? Dass man so, dass man sagt, ja, weil das müsstet ihr dann eigentlich ja wissen, dass das nicht geht, weil ich das nur mit einer speziellen Angel machen kann. Es sei denn, ihr habt es gar nicht selber gespielt, sondern wisst es nur von irgendwoher. Dann macht das natürlich Sinn, weil dann könnt ihr es ja nicht wissen. Und so. Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Angel ist eine Qual. Ja, das sehe ich auch so. Du angelst mit der Maus. Ja, aber mit der Maus musst du es ja auch klicken, oder? Da kannst du es ja auch nicht so dingsen, ne? Wenn du es gedrückt halten, ja, das ist ja noch schlimmer. Dann bin ich ja ständig, dann schiebe ich es ja ständig rauf. Aber okay, testen wir mal. Also musst du antippen. Ja, genau, das ist dasselbe Prinzip. Hi Matti, grüß dich. Hallo Breathless, grüß dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Auf ins Wochenende. Ganz genauso. Hoch die Hände Wochenende. In Red Dead Redemption ist das Angeln das absolut Beste. Ich hab ja auch schon oft gesagt, ich liebe ja das Angeln in Red Dead Redemption. Wir müssen auch unbedingt mal wieder einen Red Dead Redemption Stream machen, ey. Ich habe da so viel Zeug zum Nachholen und so und das müssen wir auch mal wieder spielen, ja. Habe ja schon lange mal wieder gesagt, ich möchte es mal wieder ein bisschen mal aktiver machen und dann mal mir ein bisschen was anschauen. Ich nehme da eh so wenig mit, weil das ja momentan nicht so wirklich Content gibt, der für mich interessant ist. Aber so ein paar Sachen gibt es ja dann schon noch und das können wir dann eigentlich mal machen, ey. Und auch wenn es, also nur zum Angeln würde ich, glaube ich, schon mal gern wieder in Red Dead reingehen. Weil mir das Angeln in Red Dead halt echt super viel Spaß macht. Das ist halt wie in echt einfach, ja. Also das ist, glaube ich, echt das realitätsnaheste Angeln in dem Spiel ever ist in Red Dead Redemption 2. Das ist wirklich super gut. Und es macht auch noch Spaß. Und die Umgebung ist so schön und so. Das ist total toll. Aber es ist halt so zum Zuschauen halt total langweilig. Deswegen, ein Red Dead Angelstream ist, glaube ich, irgendwie Quatsch, ja. Aber ansonsten sehe ich das wie Rose. Du kannst irgendwann Fischteiche bauen, da kannst du Fische reinpacken und züchten. Besser als angeln. Ja, das glaube ich auch. Das klingt für mich auf jeden Fall deutlich sinnvoller als dieses Angelprinzip hier. Wir testen das gleich mal mit gedrückt halten. Mal gucken, ne? So, kannst doch keinen Löwenzahn weghauen. Den musst du Harley schenken. Was? Haley meinst du? Und, Haley. Okay, what? Erstens habe ich gar keinen Löwenzahn. Ich wusste gar nicht, dass ich Löwenzahn habe. Und wer ist Haley? Gibt's die hier? Wir gucken mal nach. Du trollst mich doch. Wir gucken mal, wer Haley ist, ne? So, das ist Robin, Marnie, Lewis, Penny, ledig. Oh, oh la la. Caroline, Maro, ledig. Pierre, Demetrius, Abigail, ledig. Alex, ledig. Jody, Emily, Jazz, Gas, Linus, Shane, Vincent, Evelyn, Haley, Harvey, George, Sam, Elliot, Haley, ledig. Aha. Das ist also Haley. So sieht er aus. Okay. Und die will, die sagst du, die will Löwenzahn haben. Okay. Okay, Martin. Die Blondine, die ist geil. Okay, ja, wenn das so ist, wusste ich ja nicht. Wenn die geil ist, alles klar. Auf geht's. Das war mir nicht klar, ja. Aber jetzt brauche ich nur noch Löwenzahn. Das habe ich da aus Versehen auf den Boden gemacht, das wollte ich nicht. Wo kriege ich denn jetzt Löwenzahn her? Und dann muss ich irgendwie Haley irgendwo festhalten. Wie sieht denn Löwenzahn aus? Hatte ich den jemals? Weiß ich gar nicht. Gemischte Saat. Das ist kein Löwenzahn.
Das sieht so nach Löwenzahn aus hier. Oh, da ist ein Frosch drin. Das waren leider nur Fasern. Hm, sehr ärgerlich. Sieht ja, kann ich den erkennen? Kann ich den Löwenzahn irgendwie erkennen? Oder was? So, dank mir hast du auch letzte Woche wieder mit Stardew Valley angefangen. Ja, das ist ja nice. Das ist ja auch schön. Okay. Also. Daniel, du verstehst das nicht? Was? Kann man jemanden immer heiraten? Ich glaube, du kannst nicht jemanden immer heiraten. Ich heirate die immer, aber ein bisschen dumm. Ich heirate die. Achso, das ist also dein Typ, ja? Geil, aber ein bisschen dumm. Hey, whatever floats your boat. Das sage ich mal deiner Freundin, wenn ich sie treffe. Geil, aber ein bisschen dumm. Schatz, was liebst du an mir? Ja, du bist geil, aber ein bisschen dumm. Das finde ich irgendwie gut. Oh Mann, ey, ja, das ist super. Das ist wie so eine RTL-Bauchbinde unter so einem Blondchen. So. Geil, aber ein bisschen dumm. Ach ja, oh Mann, ey. Ach, so gut, ey. Das ist so gut. Nee, musst du ja nicht sagen. Okay, gut. Dann nicht. Dann lasse ich das. Ach ja. Oh je, oh je, oh je. Sehr gut. Gut, dann gehen wir jetzt auf Haley suchen. Also, sie muss ich jetzt schon kennenlernen, ey. Also das finde ich jetzt schon interessant. Aber wir haben ja keinen Löwenzahn. Ich muss mich jetzt erst auf der Jagd nach Löwenzahn begeben. Vielleicht müssen wir Peter Lustig anrufen. Na, das ist jetzt also schon ganz krass Meta. Vielleicht hat der noch einen übrig. Ist sie auch blond? Haley? Haley ist blond, ja. So. Also. Also du meinst Mattis Freundin. Ins Dorf rein und dann runter. Ja, aber ich brauche Löwenzahn. Ach, guck mal, da ist der Katze. Was macht er denn da? Sie, hier, da. Gönn dir, ne? Millie. So. So, Löwenzahn mag sie nur. Was? Haleys bestes Geschenk ist die Sonnenblume. Was? Okay. Also, Matti. Haleys bestes Geschenk ist Sonnenblume, dann heiratet sie dich sofort. Weißt du? Weil die ist so schön groß und gelb. Es gibt Herzensgeschenke, die am meisten Freundschaft bringen. Dann gibt es Markgeschenke und dann behalte es für dich Geschenke. Aha, Fernseher schon gemacht, nehme ich noch nicht. Haley, die mag die Blümchen Narzissen, waren das, glaube ich. Aha, was jetzt? Also sie mag einfach Blümchen, oder? Wir haben ja, sie heißt halt ein bisschen dumm, ne? Also für den kannst du halt ein bisschen so frischender Regen, der beste Freund des Bauern. Es regnet, brauchst du die Böse und Pflanzen keine Gedanken machen. Ja, das war mir schon klar, ey. Vielen Dank für gar nichts, Herr Fernseher. Gut. Dann gehen wir jetzt mal gucken, ja? Wir gehen mal gucken. Also, Coco, bis dann. Ciao. Boah, das ist ein Specht. Kann ich den umbringen? Ah, nee. Gibt's da keinen, so einen Elektrobogen oder sowas? Lasergewehr? Hashtag Lasergewehr? Den hätte ich bestimmt gut brauchen können, so bei mir an der Wand als ausgestopften Dings. Peggy, Vorsicht mit den Senden. Es gibt einen Joke, einen verfluchten Sender. Vorsicht mit den Sendern. Es gibt, no joke, einen verfluchten Sender. Was denn für Sender? Was ist denn ein Sender? Im TV. Ach so, im TV. Okay. Gut. Die Einzige, die mich in Stardew Valley möchte, war Harley. Die anderen möchten meine Geschenke nicht. Ja, dann ist sie wohl die einzige Gute wahrscheinlich. Das ist der einzige nette Mädchen hier, ist wohl Harley. Ja? Ich meine, hey, solange die lieb ist, ist ja alles cool, oder? Also, ganz ehrlich. Da will ich mich jetzt mal überhaupt nicht,
Die möchte ich überhaupt nicht urteilen, also. So. Ich meine, die. Ah, da ist sie! Aber wir haben jetzt keine. Wir haben keine Blume für sie dabei. Ah, oh, ich habe die Narzissen verkauft. Oh nein! Was können wir denn anbieten? Meint ihr, sie möchte so eine Ding haben hier? So eine Beere vielleicht? Die hier auf jedem zweiten Strauch wächst? Die wir anbieten können? Ich bin nicht sicher, ob sie das nimmt. So. Ach ja, Löwenzahn. Hab die Frau studiert, die mag das. Das ist gut, ey. Ah, da! Will sie das auch? Mag sie das auch? Narzisse? Na? Denkt ihr, sie bekommt mit einer Narzisse bei ihr an? Komm, wir fragen sie mal. Wir fragen sie mal, was sie so von Narzissen hält, ja? Also nicht von Narzissten, sondern von Narzissen. So, die Sendung war super. Die alten Löwenzahn-Folgen kann Gott sei Dank hier auf YouTube sehen. Und für wen ist dieser Fritz Fuchs immer noch der neue Moderator? Also ich habe keine Ahnung, wer Fritz Fuchs ist. Ich kenne nur Peter Lustig. Und niemanden, der Fritz Fuchs heißt. Und wenn jemand Fritz Fuchs Löwenzahn moderiert, dann ist das keine Welt, in der ich leben möchte. Wo ist denn Haley jetzt hin? Oh nein, ich habe doch hier eine Blume extra nur für sie geklaut vom Straßenrand. Wo ist denn hin? Haley! Haley, wo bist du? Geh heute mal her. Ich hoffe, es für die Dirndl. Schaust du mal? Erschien's Blair mal. Magst du das nicht, ha? Da gehen wir jetzt in eine Comedy. Marty weiß doch bestimmt, wo die wohnt. Er hat sie schließlich studiert. Wie wir die am besten stalken können. Ah, weil es schon 1900 ist, dass die jetzt schon nach Hause gegangen, weil sie ein braves Mädchen ist. Die ist abends nicht unterwegs. Wo ist denn Le House of Haley? Nein. Emily und Haley, Weidengasse 2. Das ist ja hier. Narzisse essen. Nein. Hallo? Ah, da ist Haley. Komm, wir geben ihr jetzt die Narzisse. Da ist sie ja. Hallo? Oh, das ist Haley. Oh, für mich? Dank dir. Ach, die ist ja süß. Huch, da habe ich mich gleich mal hingesetzt. So. Ich meine, blond ist jetzt zwar nicht so zwingend mein Typ, aber komm, ist ja egal. Ich bin fest entschlossen, heute meine Klamotten zu sortieren. Ich werfe alle Vorjahresmodelle weg, um Platz für Neues zu machen. Ja, okay, ja. Können wir dazu gucken, oder? Haley, wie sieht's da aus? Schau mir das gerne an, was du für Klamotten aussortierst. Vielleicht kann ich ein bisschen was davon mitnehmen. Okay, Creep, wir gehen mal lieber nach Hause. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen too much. Oh, guck mal, sie hat einen Computer. Ich bin neidisch. Ich will auch einen Computer. Was hat sie denn hier in ihrer Küche? Wird es irgendwann unangenehm für die, wenn wir den ganzen Tag hier rumlaufen und so ihre Küche so auseinandernehmen? Ein bisschen im Kühlschrank. Törtchen, Milch, ein dicht verschlossenes Glas, Cornichos und Quinoa-Salat. Mein Gott, Quinoa-Salat, so eine ist es. Ach ja, das passt zur Haley, ne? Ja, ich habe gehört, Quinoa-Salat ist total gesund, deswegen esse ich den nur. Oh shit, ist schon fett dunkel, ey. Was passiert? Oh, der Wilde, er bedient sich an den Mülltonnen der anderen Menschen, das ist ja ekelhaft. Und der alte Rollstuhl-Opa kommt da auch raus. Und jetzt flucht er? Ah, diese Waschbären sind wohl wieder unterwegs. Diese Strolche. Oder komm ich? Guck mal, wie gut ich aussehe. Ah, du kamst gerne rechtzeitig, Junge. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du an die Ecke gucken und diesen Waschbären für mich jagen? Ja, ganz schöne Durcheinander verursacht. Danke. Und jag ihr in einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nie mehr zurückkommen. Alles klar, ich zücke mal mein Schwert und dann gibt's auf die Fräse, Alter. Krasses Fratzengeballer. Was ist? Ich weiß, es tut mir leid. Ach, Linus, ey, du kleiner, beschränkter Mann, ey. Ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet waren, wenn ich sie nicht nehme. Ja, stimmt ja. Komm, nimm doch. Nimm doch, Mann, aber ein bisschen ordentlich. Findest du, ich mache hier irgendwas Schlechtes? Ja, es ist ekelhaft. Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Ja, es ist illegal, das ist Jobs privates Eigentum. Nein, aber du solltest dir einen Job besorgen und aufhören, von anderen zu schmarotzen.
Hey, komm, es ist Müll, er kann es doch haben. Ey, wenn er es gut findet, dann schmeißen wir es halt in Zukunft nicht mehr in den Müll, sondern wir machen eine Sammlung. Alles, was wir wegwerfen, kriegt in Zukunft der alte Weirdo und alles ist in Ordnung. Ja, machen wir so, der alte Linus. Danke, Becky, ich wusste, dass du Verständnis zeigst. Ich fühle mich gut bei dem, was ich mache. Ich verletze niemanden. Ja, ich will das jetzt auch nicht so gut reden, was du da machst, Linus. Das ist schon ein bisschen weird. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche dir, ich werde nicht mehr in Joels Tonne rumwühlen. Naja, dafür in anderen Leutes Tonnen. Mann, ey. Der Linus, das ist schon komischer, ne? Das ist schon komischer. So. Nee, Peter Lustig hasst die Kinder nicht. Das ist Quatsch. Peter Lustig mochte es nur nicht, mit Kindern zu drehen. Ah, genau, das hat Breathless geschrieben, genau. Ja. Das ist einfach wahr. Das ist einfach eine falsche Behauptung, die absolut nicht wahr ist. Er mochte Kinder sogar sehr gerne. Es ist nur schwierig, mit Kindern zu drehen. Und das, glaube ich, es ist sehr ätzend, wenn man mit Kindern irgendwas drehen muss, so wo man wirklich als Erwachsener irgendwie eine Serie hat und wirklich Bildung transportieren soll. Und dann musst du das mit Kinderschauspielern oder nicht mal richtigen Schauspielern drehen. Ist, glaube ich, hart anstrengend. Ich weiß, was du getan hast, Linus. Und jetzt gibt's auf die Fresse, oder was? Wenn du was zum Essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand Pelikan hungern muss. Ah, oh, das ist aber nett von Gast. Hier, ich habe einen Korb für Zucchini-Puffer für dich. Oh, das ist total süß. Tunke sie auf jeden Fall in meine würzige Marinara-Soße. Oh, lecker. Komm schon, nimm ihn. Ach, guck mal, wie süß der Linus. Da kriegt er was zu essen, und zwar total leckere Sachen. Das ist hier super süß. Das ist ja super cute. Oh, jetzt kann ich auch im Müll rumwühlen, gell? War da was drin? Nein. Ist verschlossen. Ich mach das jetzt. Ey, wenn Linus das darf, darf ich das schon dreimal. Und ihr meint, da sind manchmal Sachen drin in den Tonnen, oder wie ist das? Ja. Könnte ich schon mal. Ich könnte schon was gebrauchen. Ich habe jetzt auch nicht so viel. Ich meine, ich bin reich an Erfahrung, aber das war's dann auch schon. Oh. Eine alte CD. Das hat sich ja gelohnt. Ich meine, die kann ich bestimmt arschteuer bei eBay als neu verkaufen oder so, als kaum gebraucht oder sowas, ne? Hör auf, im Müll zu wühlen. Niemals. Das ist ekelhaft. Was? Abigail soll nützlich sein? Aha. Ihr mit euren angelesenen, angehörten irgendwas-Dings. Leute, holt euch das Spiel doch selber. Gibt es momentan auf Steam für einen Zehner. Dann könnt ihr das ausprobieren und dann spielen wir hier alle zusammen Multiplayer. Das wäre doch auch was, oder? Meint ihr nicht? Ich finde es immer so komisch, so aus, wenn man sich so dann so Wissen aneignet über ein Spiel, was man gar nicht selber gespielt hat. Und dann, es ist, finde ich, irgendwie eigenartig. Ja, wobei eigentlich auch nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt komisch finde oder nicht komisch finde. Wahrscheinlich ist es okay. Ich denke, es ist okay. Ich denke, es ist jedem selber überlassen. Aber ja. Für mich sind dann Sachen meistens nur interessant, die ich dann auch selber mag. Oder spiele oder sowas, glaube ich. Ach, guck mal, die Katze schläft auf meinem Bett. Ist ja total süß. Oh, sie ist wie Kogi. Koko schläft auch immer am Fußende. Mui. Du hast das Spiel. Ah, wunderbar. Jeden Tag eine Pizza. Ich habe Sam mit Pizza rumgekriegt. Oh, das ist ja super süß. Ihr habt das alles selber gespielt. Okay, ich sag ja schon nichts mehr. Ich sag ja schon nichts mehr. Multiplayer geht ja leider nur bis zu 4 Spielen. Ja, aber. Ja, das reicht das nicht? Also. Ich bin jetzt gerade bei 0 Personen. Nehmen wir. Hey. So. Du hast es für 15 bekommen. Stardew Valley ist gerade rabattiert. Genau, ja. Und grüß dich, Domitime. Hallo, Luxtra. Was geht? Hey, Stardew Valley, Alter. Und wir gehen ins Fernsehen gucken. Und ich habe jetzt eine Katze, ne? Auf Ehrenbasis. Ne, auf Miauzenkatzenbasis. Und welcher Fernsehsender ist jetzt da verflucht? Der Wetter wahrscheinlich, ne? War total das schlechte Wetter. Was ist eigentlich Crossplay? Crossplay ist, wenn du was zwischen, sagen wir mal, unterschiedlichen Konsolen spielen kannst. Also wenn jetzt PC-Spieler zusammen mit Konsolenspielern spielen können. Fortnite zum Beispiel hat sowas. Oder, Call of Duty Warzone hat sowas auch.
oder Rocket League. Ja, das sind so Sachen, wo du halt, da können PC-Spieler zusammen mit Konsolenspielern spielen. Das ist Crossplay. So. Gut. Auf der Switch gibt es das Spiel für 14 Euro. Genau, also auf Steam kostet es einen 10er. Ja. Genau. Du hast lange nicht mal gespielt, Freya. Oh, dann mach doch, Freya. Genau, und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch euch alle Valheim holen für 16 Euro. Und das können wir bis zu 10 spielen. Ne? Also, ich weiß nicht. Wenn ihr Lust habt, natürlich, ne? Also, ich denke, ich werd Valheim schon noch ein bisschen spielen. Ich mag halt dieses ganze Bauzeug, Dingenskirchens. Es sei denn, es gibt irgendwann Multiplayer für Medieval Dynasty, dann machen wir nur noch das, ja? Du hast es im Angebot für 4 Euro bekommen, Steam. Ich habe mein Stardew Valley auch für 3,90, 3,95 in irgendeinem Summer, Super Summer Sale oder sowas gekauft, ja. Oder im Halloween Sale. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder jetzt, oder in irgendeinem Weihnachtssale, keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich habe es mit dem Weihnachtssale für 3 oder 4 Euro gekauft, ja. Ja, da gab es es wirklich super günstig, ja. Ja, Alex, das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. So, sag mal, Peggy, wie lange wirst du heute eigentlich live sein? Ich dachte mir so 2 bis 3 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr es ist. Valheim, so richtig geschrieben. Das erste H muss weg, aber sonst ja. Ja, das ist ja 21 Uhr, also wir spielen schon 2 Stunden. Ja, also jetzt solange ich halt Lust habe, aber ich hätte gesagt, also auf jeden Fall irgendwie bis ja, bis 10 auf jeden Fall, hätte ich gesagt, oder? Oder so. Oder wie, oder was, oder wer? So, okay, so. Und wir haben Post von Jody. Ich habe eine Bitte, ich brauche frischen Blumenkohl für ein Rezept. Könntest du meinen bringen? Ja, weiß ich nicht. Haben wir Blumenkohl angebaut? Einen, gell? Ist das schon alles reif? Da brauchen wir eine Hake dafür. Warte mal, ich weiß jetzt noch nicht, ob... eine Sense. Ich weiß nicht, ob alles schon reif ist. Ja, warte mal. Ah, die Bohnen sind reif. Geil, Mann. Genau, die muss ich ja nicht neu anpflanzen. Die bleiben ja wachsen, ne? Hier ist Löwenzahn. Ah, den können wir Haley schenken. Das war Blumenkohl. Okay, cool. Sehr gut. Aber nee, was hat sie gesagt? Blumenkohl oder Grünkohl? Oh, so viele Blumen. Oh, und so viel Löwenzahn. Super cool. Guck mal, was hier alles gewachsen ist bei uns. Das sind die ganzen wilden Samen, ne? Achso, der hat es da unten rausgezogen. Ich wollte gerade sagen, das glitscht doch so ein bisschen. Wir haben 2 Krähen verjagt. Ja, gut, dass die weg sind. Diese fiesen Ungetüme. Oh, das war eine ordentliche Ernte hier heute. Schee. Super, super gut. So. Dein großer Bruder, Zorro, wird leider wieder gegen 23 Uhr zu Hause sein. Und er wollte nicht deinen Livestream verpassen. Ja, es tut mir leid. Er sagte Zorro, liebe Grüße. Aber das ist mir zu spät. Wie gesagt, ich bin ja nächste Woche nicht da und ich wollte heute vielleicht noch ein bisschen was aufnehmen für nächste Woche. Damit da ein bisschen Programm da ist. Deswegen wird der Stream heute nicht so super lang und es kommt dann auch keiner mehr. Also frühestens nächsten Donnerstag wieder, ne? Vorher wird er nichts mehr. Schon wieder so ein Zorro, wir werden verfolgt. Ja, ja. Narzisse, ja, Löwenzahn, nein. Den Löwenzahn nicht zu Haley. Sie mag den nicht. Aber Matti hat gesagt, er hat sie studiert und sie mag den Löwenzahn. Ja. Also das ist natürlich, Und Jody will Blumenkohl. Gut. Dann bringen wir jetzt Jody Blumenkohl. Hat jetzt... Okay. Hat mir das vorhin jemand beantwortet? Ob das, das wäre richtig geil, wenn Medieval Dynasty Multiplayer geben würde. Ja, angedacht ist es ja. Also, sie haben es ja auf jeden Fall vor, dass sie es machen. Aber weiß noch nicht. Aber Toplets sind normalerweise ganz cool. Also die kann man auch immer anschreiben, wenn man... Aber die, das haben sie ja offiziell schon bestätigt, dass sie das vorhaben.
Muss man mal gucken, wie man das realisiert. Aber das wäre super geil. Das wäre super, super cool. Beantwortet, ob ich dasselbe daran verdiene, wenn ich Sachen in die Kiste packe oder wenn ich sie im Laden verkaufe. Also ob das preislich einen Unterschied macht. Weil sonst kann ich mir das ersparen, das zum Händler mitzuschicken, wenn ich das auch hier machen kann. Okay, dann verkaufe ich jetzt die ganzen Sachen, oder? Löwenzahn und so und das ganze Zeug. Dann kann ich jetzt alles hier verhökern, weil gebrauchen kann ich es ja nicht, oder? Ich verkaufe einfach alles. Alles. So. So, Jody ist wer? Wer ist denn Jody? Da, die da. Mhm, okay. Und wo wohnt die? Da. Jody. Ah, aha. Da bei Haley. Okay, okay, okay. So. Das wirst du dann weiterleiten. Ja, du, danke, ne? Es tut mir leid, aber geht halt jetzt nicht anders, ne? Ich verdiene mehr mit der Kiste. Tatsächlich. Der Preis derselbe, bekommst du gestern am nächsten Tag. Ah, verstehe. Das ist dann der einzige Vorteil, dass ich es im Laden direkt bekomme. Ja, 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 ja. Jodys Bitte, genau das machen wir. Dann haben wir auch noch die Mission, dass wir in der Mine noch was. Warte mal, da mache ich jetzt trotzdem hier schon mal leer. Ich kann es ja nicht neu anpflanzen, also bringt es ja alles nichts. Gut. Narzissen lassen wir hier. Wir haben ja jetzt ja schon Narzisse geschenkt. Wir können nicht ständig dieselben Sachen schenken, oder? Selbst so eine, die so ein bisschen dumm ist wie Haley, sagt er dann auch irgendwann so. Ja, komm, jetzt hast du mir. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, ist das süß, ey. Oh, Leute, ich habe ja festgestellt, ne? Wenn ich mal irgendwann ein Haus mit Garten haben sollte oder so. Oder so ein kleines Hofding oder sowas mit einer Scheune am Grund oder so. Hätte ich ja gerne irgendwas für Eichhörnchen. Weil die sind ja so süß, ey. Da würde ich den gern irgendwas so in den Garten oder auf den Platz stellen oder so, da, wo die dann wohnen können, wo die sich so ein bisschen spielen können. Naja, Träume sind halt Schäume, ne? So. Jetzt gucken wir mal. Wo könnte Jody denn sein? Und ich habe schon wieder vergessen, wie sie aussieht. Ne? Hallo Jackie! Na? Alles gut? Du warst jetzt auch schon nicht mehr länger hier. Schön, dass du da bist, Jackie. Der hat ein Skateboard. Wie cool ist der Typ denn bitte? Boah, Leute mit Skateboard sind schon richtig cool. Ah, keiner zu Hause, ja? Ne, die laufen draußen irgendwo rum. Wo sind die denn dann immer? Die können so überall sein, oder? So. Das ist Sam. Oh, Sam ist so cool. Hi, Zorro, da bist du ja. Grüß dich. Na? Na? Wir haben gerade schon von dir geredet. So. Jetzt gucken wir mal, ob ich Jody finde. Sind die immer nur in diesem Bereich oder sind die auch in anderen Bildschirmen? Also ihr versteht schon, so in anderen... Ihr wisst schon, was ich meine, ne? In anderen Quadranten. Wie sagt man das denn? Abschnitten? Ihr wisst schon, was ich meine. So. Müssen wir die nur mal suchen gehen, ne? Arbeitet die irgendwo? Oder wie läuft das? Da gehen auf jeden Fall da Leute ein und aus. Nee, das ist der Typ, den ich nicht mag. Ja, ich hätte jetzt hier schon Blumenkohl, aber wohin damit? Da ist der Bürgermeister. Oh, da ist Haley. Warte mal, wir schenken ihm mal gleich hier das hier. Hey, Haley. Für mich? Danke dir. Ach, guck mal, das ist ja egal. Sie nimmt auch gerne jeden Tag so eine Narzisse. Weißt du, Haley, der ist da nicht so. Die freut sich auch über die kleinen Dinge, ja? Sowieso für Vorteil von uns. Das da unten ist Robin. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie Jody aussieht. So. Das ist sie. Das ist Jody. Hallo. Oh, der sieht lecker aus. Danke, genau das habe ich gebraucht. Absolut perfekt für mein gelbes Curry. Ja, gelbes Curry mit Blumenkohl. Ja, okay, ja gut, warum nicht? Warum nicht? Ja. Ich konnte eine oder Stunde halt jetzt auf das Wochenende verschieben. Ja, super geil, Mann.
Du hast es geschafft, ein bisschen früher es hinzukriegen und unter anderem auch mit Arbeitgeber sehr lange gequatscht. Ja, ja, ist doch voll gut, ey. Super schön. Jordi müsste im Julia-Markt sein. Ah, vergiss Haley. Schenk ihm jeden Tag eine Pizza und heirate ihn. Ich heirate doch nicht Sam. Also, das möchte ich schon nicht. Also, ich möchte schon, wenn dann, ein Mädel heiraten. Ne? Vergiss Haley. Was denn mit Robin? Die scheint doch auch eine sympathische zu sein, oder? Und die ist handwerklich begabt und so. Das ist, glaube ich, eine gute. Die ist bodenständig, ne? Oh, was ist denn jetzt los? Hallo? Oh, willkommen bei Pias. Wie kann ich dir helfen? Hä, ich war schon tausendmal hier. Oh, wer kommt denn da? Der Man in Black. Wer ist denn das? Wer ist das? Oh, das ist Morris. Ahem. Ja gut, was ist? Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Joja-Markt. Du Assel, Alter. Du kannst doch nicht hier zu Pierre gehen und da Werbung und Rabattaktion für deinen hässlichen Joja-High-Industriemarkt machen. Boah, ey. Boah, also so ein Großkupfer da, echt, ey. Das ist ja der Hammer. Das mag ich ja gar nicht hier so an. 50%? Der Pierre, da flippt sein Baguette aus. Na, jemand interessiert? Oh, da wollen sie alle 50%. Ja gut, ich meine, bei den Preisen, die er hier hat, ne, da würde ich 50% auch schon nehmen, ne? Also wirklich abgefahren. Jetzt gehen sie alle weg. Oh, aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Ach ja, die großkupferten Pierre, gell? Die können sie das leisten. Oh, es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du sie nicht verübeln? Der Joja-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Oh nein. So ein Arsch, ey. Nieder mit Joja. Ich sehe genauso. Ey, was für Pfosten. Richtig schlimme. Achso, und wer ist jetzt sie? Ach, Caroline. Es ist ein schöner Tag. Ja. Danke für diese scharfsinnige Unterhaltung. Wo ist denn Pierre jetzt hin? Weint der? Ist Pierre jetzt weinen gegangen? Nein, Pierre. Oh, no, no, Pierre, komm her. Komm, wir machen ein bisschen dich wieder munter, Pierre. Er ist weg. Guck mal, Pierre ist einfach weg. Also dann würde ich, ist ja klar, dass er nichts verkauft, wenn er einfach rausgeht. Wieso hat Pierre eigentlich so einen gruseligen Altar in seinem Haus? Gehört er irgendeiner Sekte an oder so? Oder wie ist das hier? Finde ich schon ein bisschen komisch, wenn jemand in seinem Hinterzimmer von seinem Haus, hinter seinem Laden, einen komischen Altar hat. Das ist schon eigenartig. Guck mal, da oben ist ein Super Nintendo. Mega cool. Das fehlt mir noch in meiner Konsolensammlung, ne? Hätte ich ja gern mal. Einen Super Nintendo. Oder so einen neuen, so einen SNES Mini oder sowas, aber ja, ich weiß auch nicht. Das ist sowas, was ich nicht habe. Was ich mir mal vielleicht mal irgendwann mal kredenze, so einen Super Nintendo. Okay. Schlafenszeit schon wieder. Das ist ja, die Tage verfliegen ja hier wie im Flug, ne? Kommt denn kein Spiel ohne solche Leute aus? Puh, Greta, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das braucht man halt ab und zu, um hier so ein bisschen auch, ja, so einen Gegner zu etablieren. Ich denke mal, so ein bisschen, man muss ja auch so ein bisschen so ein Ziel oder so ein Gegenspieler, glaube ich, braucht man immer, oder? Also so ein Held braucht hier immer auch seinen Gegenheld. Man sagt doch immer, dass Helden nicht ohne ihre Feinde existieren können, ne? Also dass das ist Yin und Yang, ne? Das Gleichgewicht muss immer ausgeglichen sein. Also das heißt, man braucht immer, wenn es etwas Gutes gibt, auch das passende Böse zu. Denn ohne das eine kann auch das andere nicht existieren. Ja. Kann es natürlich auch sein, dass es halt Quatsch ist. Ja. Ah, hey. Klingt auf jeden Fall gut. So, komm, wir pflanzen mal nochmal hier diese wilden Samen an. Und schauen mal, was die uns irgendwie langfristig hier bringen. Und gegossen habe ich nichts, oder? Nee. Was ist denn, wenn ich nicht gieße? Geht es dann kaputt oder wachsen die dann einfach nicht? Weil es wäre fatal, wenn ich vergesse zu gießen. Und dann verdörrt mir das hier alles. Das ist ja
Das ist ja nun nicht so schön, ja? Nun, gar nicht. Gar nicht so toll. Gar nicht so, wie es sein soll. Na, komm schon. Komm schon. So. Wunderbar. Okay, Scheuchi, du machst den Rest, ne? Scheuchi ist meine Vogelscholle. Ich nenne sie ganz liebevoll Scheuchi, weil... Ja, wir sind schon irgendwie Kumpels, ne? Ach, guck mal, die Katze. Oh, das ist so putzig. Ey, Katzen sind so süß. Aber Katzen sind halt schon auch irgendwie Freaks, ne? Also muss man schon sagen. Das sind schon so... Aber das finde ich auch so geil an Katzen irgendwie. Guck mal, Hofarbeit, Stufe 2, Gießkanneneffektivität, Hackeneffektivität, ja, Steinzaun kann ich bauen, nice. Mayonnaise-Maschine, cool. Ah, ein Sprinkler, yeah, ein Sprinkler, das brauchen wir. Das ist gut. Oh, richtig Cash gemacht hier. Wow, das bringt ja voll viel. Was ist das? Ach so, das sind alle meine Erzeugnisse. Ja, oder was? Was heißt eine Hofarbeit und Sammeln? Das eine sind nur die Bohnenverkäufe und der andere ist alles andere, was ich da verkauft habe. Ah, jetzt kommt Cash rein. Also so eine gute Ernte, die bringt schon was, ne? Jackie, mir gefällt das Spiel bisher echt gut. Es macht Spaß, es ist total süß. Sieht hübsch aus, man hat viel zu tun und man kann es multiplayern, wenn man möchte. Finde ich optimal, ja. Wirklich, ist ein schönes süßes Spiel, hat viel Tiefe und ich denke, wir haben noch nicht viel von dem gesehen, was möglich ist. Hi Peggy, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes kleines Haus, dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Dabei kann ich dir behilflich sein. Ah, das ist Robin. Wenn du mir Materialien bringst und dir keine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du all deine Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, du hast dich im Sternentautal wie zu Hause fühlst. Deine Schreinerin vor Ort, Robin. Ja, Robin muss mir erstmal noch einen Hühnerstall bauen, hätte ich gesagt, ne? Habe ich einen Minecraft-Let's Play? Ja, viele. Viele. Musst du mal in meine Playlisten gucken. Da ist locker vier, fünf Minecraft-Playlisten sind da drin. Der Napf ist leer, oder? Jo, den füllen wir jetzt auf, habe ich auch gerade schon gesehen. Dass Millie hier was zu trinken bekommt. So, guten. Die Blümchen. Was für Blümchen? Was ist eigentlich das hier? Diese Dinger, das sind da irgendwelche Tiere, oder? Was ist das? Schon ein bisschen eklig. So, jetzt kann ich mir eigentlich hier einen Sprinkler anlegen und wieder neu anpflanzen. Jetzt haben wir wenigstens wieder Cash. Wir brauchen 4.000 für... genau, wir brauchen 4.000. Wann ist denn... Sehe ich den Kalender hier irgendwo? Rechts, gell? Da, nee. Nee. Sehe ich hier irgendwie den Kalender, Leute? Ah, 350 Gold, geil. Sonst hätte ich gedacht, wir gehen jetzt hart in die Mine, oder? Sonst würde ich heute Abend nochmal was anpflanzen. Aber dann lass erstmal noch in die Mine gehen, ne? So, das lassen wir alles hier. Und dann let's go. Genau, 2000 kostet die Gießkanne und der Rucksack auch. Aber den Rucksack haben wir ja schon. Gießen, ja, erstmal, wenn wir später mal heimkommen, oder? Reicht das nicht? Habe ich eigentlich Discord? Ja, klar. Ausrufezeichen Discord. Ach nee, du bist nicht auf Twitch unterwegs. Genau. Kann da jemand mal den Zorro, den Discord-Link rüber kopieren von Twitch? Das wäre natürlich super. Astundi, erstmal grüß dich. Oben rechts. Ganz. Ja, aber wie komme ich da ran? Ah, muss ich klicken. Aha, Samstag? Nein. Wie komme ich da ran? Achso, nicht übers Menü. Wie komme ich denn da hin? Gar nicht. Ich kann nur gucken. Achso, also ich weiß noch nicht. Ah ja, ist der 20. Okay, ich kann ja dann davon ausgehen, dass ich weiß, dass... Also jeder Monat ist eine Jahreszeit. Ist das richtig? Oder wie? Also wenn die Tage vorbei sind, dann ist der Frühling vorbei. Ich gucke es mir mal auf dem Kalender an. Ich glaube, das ist dann einfacher. Dankeschön, Dani.
Ah, 28 Tage ist eine Jahreszeit. Dankeschön. Wenn man bei Robin einen Wanderkalender für zu Hause kauft, einen Wandkalender. Ah, okay. Kannst du bei euch einen herrlichen sonnigen Tag, eiskalt, Schnee und Sonne. Ja. Und Breathless, das mag ich auch wirklich sehr gerne. Das ist genauso wie nachts, wenn es schneit. Oder auch am Tag, diese frische Luft. Also ich finde diese, wenn es schneit, die Luft ist so angenehm und frisch und so belebend. Das ist so, ist einfach toll. Ich mag das total gerne, diese Schneeluft zu riechen. Das belebt einen total. Das ist einfach super. Ich mag das total gerne. Geburtstagsgeschenke geben doppelt Freundschaftspunkte. Ja. Ach, guck mal, Haley hatte erst. So. Nein, also das Game gefällt mir echt gut. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Okay. Auf in die Mine. Ich glaube auch. Also wir hätten jetzt auch noch Zeit, was anzubauen. Das heißt, ich hätte mir jetzt noch ein paar... na, lass uns doch jetzt noch ein paar Samen kaufen, oder? Die wir noch anbauen. Wir haben ja noch 8 Tage. Dann lass uns doch noch mal was anbauen. Pastinaken, 4 Tage. Was hat jetzt wirklich viel gebracht? Blumenkohl, 12 Tage reicht nimmer, 10 Tage auch nicht. Kartoffel, 6 Tage, das geht. Tulpenzwiebeln, das geht auch. Aber das sind nur Blumen, das bringt gar nichts, ne? Grünkohl braucht 6 Tage, das geht auch. Zielauch, 7 Tage. Ja, können wir einfach ein paar Pastinaken kaufen, oder? Machen wir mal so. So richtig schön viel Pastinaken, ja? 15. Und dann machen wir noch ein Bohnen. Die können wir vielleicht nochmal ernten. Da haben wir jetzt schon ein paar. 12 Tage Blumenkohl ist mir zu viel. Machen wir noch ein bisschen hier. So. Okay. Dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Dann gehen wir jetzt auf in die Höhle. Breathless verabschiedet sich. Du dann, gute Nacht, ne? Wir sehen uns in einer Woche wieder. Kommenden Donnerstag. Bis dahin. Eine gute Zeit, sag mal bei den Franken, ne? Eine gute Zeit. Okay, ah, da ist dieser Emo. Okay, ciao mal. Shane liebt Peperoni und Pizza. Peperoni-Pizza. Lecker. So. Da gibt's einen random Thumbs Up von Janine. Oiso. Gehen wir mal rein. Ach, guck mal. Will er noch mit uns sprechen? Weißt du, ich bin glücklich alleine. Okay, alles klar. Geh ich halt. Will ich ihn nicht stören in seiner Alleinigkeit? Da gibt's auch einen random Thumbs Up von Alex. Das ist aber ganz schön random. So, runter. Ab in den 5. Untergeschoss. Stein brauchen wir jetzt eher nicht, oder? Ach so, aber ich muss ja den zweiten Ding hier irgendwo rausklopfen, den zweiten Abgang. Das hatte ich ja schon fast vergessen. Wir müssen ja irgendwie weiter nach unten kommen. Aber das weiß man nie so genau, wo der drunter ist, ne? Das heißt, den muss ich immer suchen. Der kann... Ah, ist der immer gleich? Also ist dieser Tunnelabgang immer an der gleichen Stelle? Oder wie läuft das? Ah, guck mal, so ein Ekelding. So ein Pups, Fliegerteil. Komm her, mach dich kaputt, Bruder. Oh! Mann, ganz schön viel Schaden. Warum macht er so viel Schaden? Der ist doch nur ein Schleim. Was kann denn an Schleim Schaden machen? Also wirklich. Der schleimt mich voll ein, oder was? Komm her, du Schleim. Ah, ich kann dann auch... Aha. Wenn der so angreift, dann kann ich auch so repostieren quasi. Schönen Konter kann ich da ballern. Ihm ins Gesicht mit meinem Schwert baller ich ihm meinen Konter. So. Nimm dies. 4. Boah. Boah. Bin ich gut ausgewichen. Komm her jetzt. Das ist schon eine richtige Herausforderung hier gegen diese richtig fiesen Typen. Also das ist schon... Hartes Battle, ne? Hier so gegen so Schleimpropfen zu kämpfen. Das erinnert mich an diese komischen Blub-Dinger von Minecraft. Diese komischen Schleim... Ist ja auch so ein Schleim, ne? Die heißen auch Slime oder so, ne? Ich weiß nicht mehr. Ich habe schon so lange kein Minecraft mehr gespielt. Ich bin ja voll verhext. Ich bin ja wie Sabrina. Ja, ist natürlich blöd, wenn ich hier drin so viel Leben verliere, weil...
dann kann ich nicht weiter. Ich müsste schon ein bisschen mehr darauf aufpassen, dass ich lebendig bleibe. Die triggern bestimmte Zeiten bei Freundschaften. Oh, du musst eigentlich mit einem aus dem Haus reden wegen dem Waschbär oder ist die Aufgabe erledigt? Ich glaube, das ist erstmal fertig, oder? Die Leiter ist random. Je mehr Glück am Tag, um desto mehr Leitern. Aber führt mich die Leiter immer an dieselbe Stelle? Nee, oder? Also unterschiedliche Leitern führen mich auch woanders hin wahrscheinlich. Und ich dachte immer, dass man das dann nach timen kann, dass man sagt, okay, hier in dem Level weiß ich, wo die Leiter ist. Und dann kann man das so gezielt schneller dann in die Minen reingehen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt rein und weiß, hier ist die Leiter, tschak, 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 ab zur nächsten. Und ab zum nächsten. Oh, Hofbuch aktualisiert. Was ist passiert? Was ist passiert? Okay, gibt es jetzt hier noch was zu holen? Ah, Quarz, okay. That I take with me. Und da hinten ist noch Erz. Das brauchen wir natürlich auch. Ich gucke immer nur so ein bisschen auf meine Energie. Ich habe jetzt nichts zum Heilen dabei, also von dem her nehmen wir das so, wie es kommt. Und gucken dann einfach, dass wir vielleicht ein bisschen auf uns aufpassen. Ah, diesen Stein kann ich nicht, ne? Aber was bist du denn? Ja, wieso macht denn der so viel Schaden? Eel! Okay, das hat gar nichts gebracht. Das war einfach nur ein unnötiges Risiko, in das ich mich begeben habe. Aber naja. Ich wäre nicht Peggy, wenn nicht ein Risiko das Einfachste für mich ist. Wann kriege ich in den nächsten Fahrstuhl? Alle 5 Etagen kommt das hin. Ist das so? Das heißt, wenn ich jetzt noch eins runtergehe, kriege ich wieder den nächsten Fahrstuhl-Freischaltung. Das wäre natürlich super. Dann könnten wir es nämlich dann uns das nächste Mal gleich ein bisschen tiefer gehen. Also, das hat ja Vorteile, oder? Weil je tiefer ich komme... Oh, shit. Desto... Irr, was war das denn bitte? Alter, was geht denn hier ab? Boah, hier macht mir... Boah, das... Alles würde mich umbringen. Das ist ja schlimmer als Dark Souls. Wow. Ah. Weil dann könnten wir dann nämlich jetzt in den nächsten Untergrund gehen und dann wären wir hier fertig. So, alle 5 Etagen raus da. Komm, wir finden noch den nächsten. Eins nach unten gehe ich noch. Mach alles kaputt hier. Wir finden schon den nächsten. Vertraut mir, Leute. Karma. Wir überleben das. Oh shit, meine Energie ist aber auch so low. Aber ich will jetzt nicht da wieder hochlaufen. Guck mal, da drüben ist ja nur so ein Pupsding, der kann ja nichts. Oh, 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 oh. Habe ich den getriggert? Okay, vielleicht brauche ich jetzt dann doch mal hier den Unterabgang, denkst du? Shit, ich habe auch keine Energie mehr. Okay, ich gehe lieber raus. Okay, ja, ja, ich gehe lieber raus. Ich gehe lieber raus. Oh Mann, ey. Ciao. Ach, man geht direkt nach oben. Ah. Ach so, ich muss nicht mehr die einzelnen... verliere ich Blut? Blute ich? Nee, ne? Scheiße. Sieht so aus, als würde ich Blut verlieren. Vielleicht muss ich zum Arzt. Ich gehe einfach mal heim und klebe ein bisschen Schlamm drauf. Das passt schon eigentlich, oder? Ich werde beklaut außerhalb vom Hof. Nee, wir kommen schon nach Hause. Oh, guck mal, was ich hier finde. Oh, oh, ganz viele Pflanzen. Die kann ich ja alles verkaufen. Oh, très bien. Oh, bien, bien, très bien. Super gut. Deine Gesundheit geht's ja nicht so gut. Was? Ich bin gesundheitlich total stabil so. So. Okay, wir wollten ja heute noch anpflanzen. Das machen wir jetzt noch. Hake raus. Das verkaufen wir. Da ist noch eine Geode. Das sortieren wir alles um. Genau.
Das sortieren wir um, das sortieren wir um. Das sortieren wir auch um. Und dann gehe ich hier das verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Und jetzt legen wir hier noch ein bisschen was an. Das macht ja nichts, oder? Ich kann das ja machen. Das ist ja jetzt keine... Ach so, warte mal. Ich muss das Werkzeug da hochlegen. So. Und dann das daneben. Und dann das daneben. Und dann gehen wir noch ein bisschen gießen. Ist alles ganz entspannt, Leute. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Mir geht das gut. Alles ganz wunderbar hier. Ah, das ist schon weg. Ich dachte, ich könnte noch was essen. Okay, vielleicht gehe ich dann doch lieber ins Bett, ja? Oh, ich bin ganz müde. Oh, hallo Katze. Ja, ich gehe lieber schlafen. Ich hätte ein Gemüse essen sollen, ne? Alles klar, Luxtra, gute Nacht, ne? Ciao. Peggy Rus, Gemüse füllt Energie auch auf. Ich weiß, aber ich hatte es schon in den Müll geworfen und so. Ist doch egal, Mann. Warum hat sie nicht gegessen? Ja, sorry, Leute. Warum habe ich sie nicht gegessen? Weil, hä? Weil halt, ne? An Peggy, wie geht's dir, mein Schatz? Ich vermisse dich so sehr, seitdem du weggezogen bist. Ich hoffe, dein Landleben ist genau, wie du es dir erhofft hast. Liebe Grüße, Mama. PS, ich habe deinen Lieblingskeks geschickt. Ach, das ist aber süß. Als wüsste meine Mami, was Lieblingskekse sind. Heute ist ein neuer Tag. Und an einem neuen Tag bauen wir natürlich ganz viel an. Weil ich das kann. So. Okay, dann gönnen wir hier mal krass Pastinaken, hätte ich gesagt. So, das ist mein Pastinakenfeld. Lass knacken mit Pastinaken. Das ist ja der Spruch jedes Pastinakenbauern. So, okay. Na ja, ja, läuft schon. So, das ist absolut genial hier bei mir. Und darunter gönnen wir uns jetzt noch hier ein bisschen Kartoffeln, ne? Jeder gute Bauer, der was auf sich hält, ne? Hat natürlich auch hier seine Kartoffeln. Oder wie wir in Bayern sagen, Erdäpfel, ja? Und jetzt gießen wir auch noch die ganze Kacke. So, eins, zwei. Schön, na, gieß bin ich dabei. Oh, ein bisschen daneben gegießt, ne? Ist kein Problem. Wer hat von euch genießt? Ich habe daneben gegießt. Oder, ne? Schön alles hier auf dem Boden verteilt. Oh, wieder voll machen die Kiste. Gluck, 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 gluck. So. Wir haben Shane nicht zum Geburtstag gegeben. Ist mir scheißegal. Shane ist mir vollkommen Wurst. Ja. Ganz ehrlich. Hat Shane mir was zum Geburtstag gegeben? Eher nicht. Ja. Interessiert sich Shane überhaupt für mich? Ich glaube nein. Ja. Interessiere ich mich für Shane? Keineswegs, ja. Nicht die Bohne oder nicht die Kartoffel, ja. Wer ist schon Shane, ja? Hab keinen Shane gesehen, ja. Das Einzige, was mich interessiert, bin ich und meine Katze, ja. Denn wir sind sehr süß. Also ich und meine Katze. So. So. Ja, ach. Wunderbar habe ich das mal wieder gemacht. Milli, warte, kriegst du auch noch was zum Trinken hier? Ich gönne dir das da oben rein in dein Näpfchen. Die Leute geben dir nur was zum Geburtstag, wenn du mindestens 3 Herzen mit ihnen hast. Pff, sowas Anspruchsvolles. 3 Herzen. Ich bin ihnen wohl nicht gut genug. König der Soßen, mach mir einen Radieschensalat. Ich hatte noch gar keine Radieschen. Schön. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Das ist toll. Und ich habe Mamas Cookies. Ah, das ist auch super. Da kann ich ja ordentlich Gönnung machen mit Mamas Cookies. Ja, jetzt könnten wir eigentlich wieder da reingehen. Aber ich denke, wir machen für heute dann so langsam Schluss. Was meint er? Hallo DKS, grüß dich. Oder wie seht ihr das? Ich brauche noch Freundschaftspunkte. Ja, gut, das gerade war jetzt schon so ein bisschen knapp. Ja, also da habe ich jetzt schon ein bisschen gespielt, ja.
So, um die Story durchzuspielen. Ach so. Ah, um die Wohnräume zu bekommen. Okay, also ich muss mit denen allen befreundet sein, damit ich bei denen in die Häuser einbrechen kann, ja? Das ist natürlich nice, ne? Das ist natürlich schick. Was habe ich denn jetzt hier? Ah, da können wir noch ein bisschen davon machen. Dann können wir noch ein bisschen hiervon machen. Das ballern wir jetzt noch eben da rein in so einen in den Brennufer, ja? Gehen zwei? Nee, er kann immer nur einen brennen, ne? So. Uff, fertig ist er. Schauen, was die Uhrzeit sagt. Naja, doch, bis um 10 Uhr haben wir gesagt, machen wir noch, oder? So, okay, dann können wir noch das zweite da rein. Mein Hofbuch blinkt. Warte mal, mein Missionsbuch blinkt aber auch. Ist das mein Hofbuch? Ja. Ah, tritt der Abenteuergilde bei. Ah, ich war erfolgreich genug im Abenteuer-Business. Gut, gegossen haben wir, angepflanzt haben wir auch. Die Kekse nehmen wir mit runter, hätte ich gesagt. Warte, wir nehmen nochmal die Geode mit. Das ist gut. Und dann können wir nämlich auch der Abenteuergilde beitreten. Ciao, Milli. Vierti. Und dann gönnen wir uns nochmal einen Ausflug in die Mine. Wird es immer so, also je tiefer ich in die Mine komme, kommen dann auch wahrscheinlich immer andere Gegner, wie wir gerade gesehen haben. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich irgendwann eine bessere Waffe brauche, oder? Um dann da klarzukommen. Oder ist das egal? Aber ich kann mir vorstellen, dass die halt einfach schwerer werden und dass ich dann mit einem besseren Schwert schon ein bisschen besser aufgestellt bin, als mit meinem komischen, rostigen, alten Krüppel-Dings da, was schon keine Schneide mehr hat, sondern nur noch, das ist eigentlich eine Zumutung, dieses Schwert. Ja, das ist mehr so ein Zustand. Hallo, Geode aufbrechen, Diggerchen. Klonk. Bestimmt Eisenerz da drin, oder was? Ach, drei Kupfererz. Passt schon, merci. Manche Gegner doppeln auch in der Waffen. Ah, droppen auch. Aha. Ah, ja, okay. Wenn das da ist, dann zücke ich doch mein Schwert. Hi. Na, Pam. Bist du mit Gas befreundet? Er ist ein ziemlich guter Kerl. Okay, keine Ahnung, ciao. Da hat sie sich gedreht. Wir gehen jetzt wieder rein. Da komme ich darauf. Ja, okay. Wir sollen ja eh zur Abenteuergilde, von dem her macht es Sinn, dann gehen wir halt nochmal rein. Ich würde schon gern auf die nächste Etage runterkommen, also dass wir mit dem Fahrstuhl auf Ebene 10 oder sowas runterwandern, das fände ich ganz gut. So. Gucken wir mal, was er sagt in der Abenteuergilde hier, der Typ da. Ich weiß nicht mehr, wie sein Name ist. Es ist verschlossen, öffne nur 14 Uhr. Oh. Jetzt habe ich die Angel nicht dabei. Sonst könnte man da noch ein bisschen angeln gehen. Trinke ich halt währenddessen was. So sieht's aus. Könnt ihr auch machen. Könnt ihr euch ja noch ein Schlückchen gönnen. So, warte mal. Ich muss mal eben gerade was nachgucken. Das passt sowieso ganz gut. So. Warte mal, was kann ich eigentlich hier machen? Was passiert denn, wenn ich da drauf drücke, Leute? So. Und vor allem, seht ihr dann jetzt das noch, was ich jetzt hier rede, oder kommt es dann jetzt da danach? Oder wie läuft das? Was kann ich denn da alles machen? Was ist denn das hier? Aha. Okay. Da kann ich so Sachen anschauen lassen. Ah ja. Sehr interessant. Okay. So. Ihr geht Werbung. Oh, hallo Kundschaft. Ich bin gleich wieder ohnmächtig. Oh shit, wie kann das denn passieren? Brauche ich ja nicht in die Höhle reingehen, ne? Dann ist ja in die Höhle reingehen jetzt eher so quatschig. Das ist ja nicht so gut. Ach, ihr habt also gerade Werbung gesehen. Oh, das ist sehr interessant. so. Hat jemand angerufen?
norwegische Waldkatze, weil ich soll meinem Bruder helfen mit dem Referat für nächste Woche. Ob jemand eine norwegische Waldkatze hat? Nein, du hast absolut gar keine Ahnung. Ja, du Google, ne? Google weiß alles. Ich mache anscheinend dauernd Werbung. Dauernd? Sagt wer? Oh, was passiert? Tief in die Mine. Erreiche 40 Ebenen. Ja gut, das war ja nichts Neues, oder? Tier aufziehen. Genau, in den Stall. So. Ah, die Holzklinge. Ist die denn besser als mein jetziges Schwert? 3 bis 7 Schaden. Was macht mein Schwert denn? Amethystenring. Oh, erhöht Zurückstöße. Sneakers, Verteidigung. Ah, Truppersring. Ah, okay. Warte mal, wie sehe ich denn das? 2 bis 5 Schaden. Okay, ist ein bisschen besser. Also das Holzschwert ist besser als mein rostiges Schwert. Wow. Ja. Und hier gibt's, Ziele für die Monsterjagd. Hilf uns, das Tal sicher zu machen. Ihr dort ist gerade 3-mal Werbung. Hornbach, Knoppers und für ein Auto. Ist voll geil. Ja, genau. Also ich kann in Twitch hier, kann ich sagen, wenn ich jetzt kurz weggehe oder so, kann ich eine einminütige Werbung, 60-sekündige Werbepause schalten. Das ist gut, weil das unterstützt den Kanal, oder mich. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob dann nach der Werbung ihr quasi da wieder einschaltet, wo ich gerade bin. Oder ob er das dann zwischenpuffert. Und dann, deswegen wollte ich das von euch wissen, ob ihr nach der Werbung dann weitergeht mit meinem Gelaber, dass es dann halt da weitergeht, wo ich aufgehört habe. Oder ob das dann einen Sprung macht und ihr quasi das, was ich sage während der Werbepause, gar nicht mitkriegt und es dann quasi springt, der Stream. Oder ob es dann schon kontinuierlich weitermacht. Das wäre halt, da wo ich gerade, das heißt, der Stream macht dann einen Sprung. Und hüpft dann zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade bin. Und da wird halt ein Teil, siehst du halt dann nicht, du siehst halt eine Minute Stream nicht, dafür hast du dann Werbung oder was? Live, wo ich bin. Okay, also, das heißt, es ist nicht nahtlos, sondern du, da fehlt dir eine Ach, während der, du könntest meine Stimme hören. Ah, okay. Ah, okay. Also hier haben wir jetzt noch ein bisschen Übersichten, was ich da in den Minen machen kann. Und dann kann ich mir Belohnungen bei Gil abholen. Aha. Und ich bin schon wieder komplett verwundet. Ja, das ist Gil. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Kid. Ist der Tag für mich heute eh schon gelaufen, oder? Mit der Energieanzeige, da brauche ich ja nirgendwo reinballern hier. Das ist natürlich, ja, das ist jetzt schon eine erschreckende Erkenntnis. Ich war oben rechts in einem kleinen Bild. Ah, okay, das ist ja voll geil. Dann kann ich ja die ganze Zeit voll Werbung ballern. Google hat sehr viele falsche Sachen. Ja, aber das Ding ist, gerade bei so Sachen, wenn man so irgendwen fragt, das muss ja auch nicht immer stimmen. Und gerade in so Communities, also gerade bei so Katzenthemen oder bei so Tierthemen, da weiß ja eh jeder immer alles besser, ne? Also, ganz schwierig. Was war jetzt mit dieser Höhle hier oben links? Da habt ihr gesagt, ich soll hier irgendwie den Boden umgraben. Wie muss ich mir das vorstellen? Geht das hier? Kann ich da irgendwo drauf rumhauen oder was? Nee, oder? Oder was mache ich hier? Oder brauche ich da eine Schaufel oder wie? Ich gehe mal lieber pennen. Guck mal, es ist eh schon 16 Uhr, da kann man schon mal schlafen gehen, ne? Das ist auf jeden Fall... Na? Och, du bist so süß. Ey, Katzen sind ja so süß. Meint ihr, Millie hat auch irgendwie so... Also ich meine, Katzen sind halt schon Freaks, ne? Das ist schon so... Die sind so süß und so knuddelig und flauschig und so die absoluten Schmusetiere. Und auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite quälen sie kleinere Tiere so lang, bis sie dann irgendwann umbringen. Und suchen sich dafür auch immer so krasse Plätze. Die haben dann immer einen Platz, wo sie dann, wenn sie irgendwas fangen, so eine Maus oder irgendwas, dann bringen die sie zu dem einen Platz, ne? Irgendwie so ein schöner flacher Stein oder irgendwie sowas. Dann legen die da hin und dann spielen die eine Stunde lang mit der.
bis sie sie dann irgendwann halt dann doch, also sie töten sie so lange und zelebrieren das so krass, bis sie dann irgendwann wirklich tot sind. Das ist schon ziemlich psycho. Also das ist schon echt, also eher ein auffälliges Verhalten, würde ich mal sagen. Und dann kommen sie aber so zu dir rein, so, brrr, oh, kuschel mich und so, oh, ich habe gerade 3 Mäuse bis zum Tode gequält. Was soll ich jetzt? Ja, Katzen sind schon irgendwie, das sind so kleine Psychokiller, aber halt schon einfach süß, also von dem her. Sind halt geil, ne? Katzen sind halt schon geil. Wie ich sage ja auch immer, schön Hunde haben Herrchen und Katzen haben Personal. Ja, na, Katzen lieben ja auch ihre Menschen. So ist es ja nicht. Aber die sind halt... Katzen sind auch noch so Freaks nebenbei. Und die machen auch noch so viel Bullshit den ganzen Tag. Also Katzen sind schon... Ich meine, so ein Hund, ne? Ich meine, Katzen schmeißen Sachen irgendwo runter und so. Also das ist... Zum Beispiel, Coco spielt neuerdings immer nur... Also, sie hat immer so Phasen. Jetzt sagen wir mal, du willst mit ihr mit so einem Stöckchen spielen, dass sie so jagt oder so. Das macht sie gerne. Dann irgendwann mag sie das nicht mehr. Dann spielt sie nicht mehr mit dir mit so einem Stöckchen, den sie jagen soll. Aber wenn du eine Tüte hast und sie geht in die Tüte rein und du spielst dann mit dem Stöckchen, dann liebt sie das. Das ist ganz wild. Oder wenn sie sich in eine Kartonage reinlegen kann und dann will sie wieder damit spielen. Aber so normal ist es doof. Es ist weird. Katzen sind einfach Freaks. Schnapp dir eine Angel und verkaufe deine Ausbeute. Mit Angeln kannst du den Konter das aufbessern. Ja, das mache ich doch auch. Was ist das für ein Tipp? Hä, Millie, was ist das für ein Tipp? Heute gehen wir nicht raus. Ne, Millie, heute ist draußen voll der Regen. Das ist ja furchtbar. Ero. Ja, da könnten wir eigentlich schon in die Was war das? Oh, Kartoffel ist ready. Oh, wilder Meerrettich ist ready. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Dieses Wurp. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen hier Pastinaken kaufen oder so. Ich glaube, ich hätte gerne noch ein größeres Feld. Wir brauchen ja mehr Cash. Wir brauchen mehr Asche in der Tasche. Was war das für ein komisches Geräusch, Leute? Vielleicht ist was in meiner Höhle. Kann natürlich sein. Ich nehme mein Schwert raus. Nee. Hier ist nichts. Was war das denn jetzt? Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn das für ein Geräusch? Hä? Ach, das ist das, wenn es wieder ready ist. Okay. Wenn es nach dem Blocken wieder ready ist, dann ist das das Geräusch. Also, hier war nix. So eine Katze bringt lebendige Vögel ins Haus, lässt die frei und hat ab. Ja, das ist doch Freak, ja. Aber dafür liebt man ja auch die Katzen. Katzen sind halt so toll auch. Das ist halt schon... Mei. Das ist immer bei Regen. Das sind Monstergeräusche. Ach, das Regenmonster. Ja, vor dem habe ich keine Angst. Guck mal, wie der beim Regen einfach ein Feuer haben kann. Das ist richtig gemein, ne? Bin ich schon hart neidisch. Ich hätte auch gerne ein Feuer bei Regen. So. Da du Monster auf der Farm aus hast, passiert nichts. Was heißt Monster aus der Farm? Kann ich auch auf der Farm Monster haben, die ich kämpfen muss? Kriege ich dann auch Zeug von denen? Vielleicht müssen wir das anschalten. Macht es Sinn? Macht man sowas an? Das klingt so, als würde ich das anhaben sollen. Also es klingt schon irgendwie so, als wäre das gut, wenn ich das anhab.
So, okay. Wir suchen erstmal den zweiten Untergang. Ich versuche jetzt einfach kein Leben zu verlieren. Das heißt, ich bin hier extrem vorsichtig bei den Kämpfen und werde hier super schlagkräftig, super dynamisch ausweichen. Oh, shit. Also man muss immer aus... Hä, ich bin doch ausgewichen, Bruder. Immer wenn er sich so ready macht, ne, dann muss man ausweichen. So. Alter, ach, der kann zweimal springen. Hm. Okay, ich habe noch nicht so den richtig guten Trick raus, wie ich den hier ausweichen kann. Da muss ich noch ein bisschen meine Technik, muss ich noch ein bisschen raffinieren. So. Na komm, gib mir den zweiten Gang. Hm. Da ist noch nichts. Aber unten sind noch zwei Blobs. Warte, die holen wir uns. Die kann was wollte ich sagen? Kanarienvögel? Nee. Die Kollegen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Die Burschen halt, ne? Achso, man kann einfach so draufballern, oder was? Das bringt ja am meisten. Einfach drauf. Einfach gib ihm. Okay, also... Man hat einfach nur gruselige Geräusche, wenn es draußen regnet oder was und in Höhlen ist. Die Katze vom Nachbarn hat mir ein totes Kaninchen vor die Haustür gelegt. Oh, ist doch süß, ein Geschenk. Vielleicht brauchst du es ja. Vielleicht wolltest du, vielleicht hast du in deinen tiefsten Träumen oder deine Körpersprache hat irgendwie so suggeriert, dass du sagst, boah, ich hätte jetzt schon gerne ein Kaninchen. Und ich meine, deine Katze hat sich gesagt, ja gut, keine Ahnung, wie soll ich das jetzt machen? Ich nehme es einfach mal mit, ja. Sie wollte nur dir zu Dienste sein. Und so dachte sich, ich schenke ihr eins. Dachte sich, ich schenke ihr... So, was ist das jetzt hier für ein komischer Slime-Typ da in dem Boden? Muss ich den kaputt machen? Den Grabeboy da? Stell die Schleime einfach gegen die Wand beim Kämpfen, die springen die nicht. Ah, wie soll ich die denn stellen? Okay, dann muss ich den Kampf so organisieren, oder was? Das Einzige, was immer richtig ist, ob die Monster auf der Farm oder außen sind, die Tiere im Stall zu bringen und die Tür zu schließen, sonst können die nachts gefressen werden. Aber die greifen die Tiere an. Aber ich habe ja keine Tiere. Ja, aber jetzt, wenn ich die Monster anmache, dann sind es solche Monster wie hier. Ich kann die bekämpfen und die droppen mir Loot. Ja, sehe ich das richtig? Wenn die Tiere drin sind, werden sie auch bei offener Tür nicht gefressen. Nur wenn sie ausgesperrt sind. Ah, okay. Ja, dann kann ich das doch anmachen. Das hat ja dann für mich zum Vorteil, dass ich Loot bekomme, oder? Das ist doch das, was ich will. Das ist doch, was ich will, ist Loot und Erfahrungspunkte durchs Kämpfen, oder? Das heißt, das hat ja nur Vorteile, wenn ich es anmache. Sehe ich das richtig? Seid ihr mit mir d'accord, was das angeht? Oder seid ihr da eher nicht so core? Boah, das war ein lauter Krach. Was war das da unten? Ah nee, kann ich nicht... Ah, ich kann nicht eins nach oben gehen. Was war das da für ein goldenes Ding? Shit. Eins höher geht nicht, ne? Mann. Shit, ey. Da habe ich jetzt, glaube ich, was Wichtiges verpasst, oder? Das war nicht angenehm. Oh, irr. Oh, Annika. Zu viel Information über das tote Kaninchen. So. Okay. Ah, das ist wieder so ein Krabbenboy. Ja, ja, lass mich. Mann, hör doch mal auf jetzt, du Penner. Aha, ein Erdkristall. Ah. Ah, okay, also, ja, da greift schon an. Hm, Mist. Okay, ich brauche noch den nächsten Abgang. Ich habe gesagt, ich will eigentlich es schaffen, hier noch eine Etage niedriger zu kommen heute. Das wäre schon cool. Dann hätte ich das mal freigeschaltet. Da müssen wir wohl die Steine zerhacken, bis nichts mehr da ist. Das kostet ja alles Energie, ne? Warte mal, ich gönne mir mal so ein Ding. Hat er nicht so viel gebracht. Was kann er mal essen? Mamas Kekse, hä? Yeah! Geil! So, super! Das bringt uns nach vorn. Krass. Das ist ja manchmal echt ganz schön aufwendig, bis wir den nächsten Abstieg finden. Da ist er.
Lass dich nicht von der Mutter wischen. Was? Achso, von... Ihr redet untereinander. Ja. Kommt drauf an. Die greifen dich auf der Farm natürlich auch an, aber das kannst du doch nicht nach Hause flüchten mit wenig HP oder Energie. Da kann ich nicht nach Hause flüchten. Wieso nicht? Ich kann doch einfach reingehen, oder? Läuft das nicht? Dass ich einfach sage, okay, ja gut, Leute, ich gehe jetzt einfach mal rein und schau. Ist das nicht möglich? Was bringt denn ein Erdkristall? Fragen über Fragen. So. Ah, da ist noch so ein Käfer. So ein Pupsding. Den holen wir uns. So. Ah, dann gehe ich gleich lieber noch nach unten, ne? So, sehr gut. Sehr schön. Oh. Oh, Stiefel. Oh, très bien, très bien. Ich erhalte Lederschuhe. Oh, das ist super gut. Ich will auch... Sehr geil. So, das habe ich mir doch... So habe ich mir meinen Tag vorgestellt hier. So, jetzt habe ich endlich mal Schuhe an. Guck mal, ich bin die ganze Zeit barfuß gelaufen. Pah, Wahnsinn. Was bringen die? Verteidigung und Immunität. Geil. Dann erkennen die Leute mich nicht. Denken sich, wer ist dieser gut aussehende junge Mann hier, den ich noch nie gesehen habe? Ja, das finde ich wichtig. Erdkristall brauche ich zur Herstellung. Okay, also zum Craften. Verkaufen oder nicht verkaufen Erdkristalle? So. Genau. Dann verkaufe ich jetzt. Was verkaufe ich denn mal? Wow. Ah, mein Hof ist nicht mehr sicher. Hm, ja, aber. Was heißt denn nicht sicher? Die laufen halt dann da rum, so. Die kommen ja auch nicht immer, oder? Dann baller ich die halt weg. Dafür habe ich ja mein Schwert, oder? Also, so sehe ich das jetzt mal, so ganz unverbindlich hier. Ja. Quarz. Eine Geode. Ein bisschen Holz, das kann ich hier wegtun. Die greifen alles an. Ja, was heißt denn das? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Information? Was heißt denn das, dass die alles angreifen? Machen die das kaputt? Oder? Ich verstehe die Tragweite nicht. So, Schleim weg. Deine Tiere und Mili. Ah ja. Oder wie? Also, die kommen nachts und bei Regen. Probier es halt aus. Du kannst sie da ausstellen. Hm. Aha. Naja, gut. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt gehen Mili und ich erstmal schlafen. Und wir machen auch für heute Schluss. Und ja, das war doch total prunkvoll, meine Lieben. Jetzt sind wir genau bei 3 Hours. So schnell vergehen 3 Stunden, oder? Wie krass ist das bitte? Ja. Ich wünsche euch allen jetzt einen schönen Abend. Wir haben ein Level-Up gemacht, das ist sehr geil. Wir haben auch Kohle gemacht. Ja, passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns frühestens kommenden Donnerstag. Ich verspreche es aber nicht. Also ich verspreche jetzt mal nicht, dass ich das stream. Es kann gut sein, dass ich das stream, aber ich weiß es noch nicht. Ja? Wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss. Hab eine gute Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.